Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Dingelingeling, hier kommt der Zockelmann. Und ganz ehrlich, auch heute bin ich wieder auferstanden aus den heiligen Federn meiner Matratze. Aber ganz im Ernst, es hatte ja auch einen wirklich guten Grund, denn heute ist Sonntag. Und falls mich jemand fragt, welcher Sonntag heute ist, sage ich, ein Sonntag wie jeder andere, du Depp. Aber auf jeden Fall haben wir heute wieder eine Menge zu feiern. Bunt angemalte, also hoffentlich nicht eierförmige, sonst rotieren sie so schlecht im Player. Scheiben, die wieder frisch in meine Sammlung gekommen sind, die ich mir insbesondere beim karitativen Shopping geholt habe. Ja, wenn draußen der komische rote Feuerball wieder mal aktiv ist, dann verschlägt es auch mich immer wieder gerne nach draußen. Auch wenn da vielleicht die Gefahr besteht, beim Müllerbesuch zusammengeschlagen zu werden. Auch das ist immer noch eine Geschichte, wo ich kaum fassen kann. Erstens, wie viele verdammte Klicks dieses Video bekommen hat. Und zweitens, dass das überhaupt passiert ist. Aber ja, nur für diejenigen, die sich fragen, warum YouTuber ihre Videos immer mit reißerischen Titeln benennen. Deswegen. Exakt. Genau. Deswegen. Aber ich bin da jetzt nicht unbedingt der große Experte darin. Deswegen herzlich willkommen bei Wenn der Postmann zweimal klingelt Nummer 486 Zockis Sammlungsupdate vom 31. März 2024. Ein Titel, der einem quasi förmlich dezent die Zunge nach unten rollt. Und ich glaube tatsächlich nach über 4 Jahren das erste Mal, dass ich den Titel von dem Video wirklich live ausgesprochen habe. Anyways, es ist Sonntag. Es ist 17 Uhr, also für alle Nicht-Kanalmitglieder, die dieses Video schon etwas früher sehen haben können, nämlich, hey, am Freitag, das ist auch, glaube ich, da ist auch irgendwas, glaube ich, also ich sollte mal schauen, ob die Disco neben mir offen hat. Auf jeden Fall, herzlich willkommen zum allwöchentlichen Sammlungsupdate hier auf Playzocker Reviews. Es hat sich in der letzten Woche ja so einiges getan, wie gesagt, ein bisschen karitatives Shopping stand wieder an. Ich habe außerdem bei den Osterangeboten nicht nur bei Amazon.de, sondern auch bei Amazon Italien zugeschlagen, habe hier eine kleine Auswahl der gelieferten Dinge stehen, denn ich meine, ich war persönlich sehr überrascht, dass bei der Art, wie diese Pakete bei mir angekommen sind, tatsächlich überraschend wenig kaputt war. Aber die Dinge, die kaputt ankamen, das kann natürlich in keiner gut sortierten Sammlung in diesem Zustand bleiben. Wie gesagt, normalerweise bin ich bei klitzekleinen Kleinigkeiten sogar etwas tolerant, aber wie gesagt, wenn man gesehen hat, wie dieses Transformer Steelbook in dem Paket war, nein, also wirklich, nicht einmal einen Mikrokratzer würde ich da akzeptieren, so wie das verschickt und vor allem zugestellt wurde. Anyways, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr auch diesen Sonntag wieder das Beste gefunden habt, was man an diesem Sonntag offensichtlich machen kann und eingeschaltet habt beim allwöchentlichen Sammlungsupdate. Ganz besonders möchte ich mich natürlich auch diese Woche wieder bei den Leuten bedanken, die meine Arbeit hier auf YouTube auch mit einem finanziellen Obolus unterstützen. Und beginnen möchte ich natürlich auch bei dem, der quasi das Ganze, wie sagt man, Fass ins Rollen gebracht hat, nämlich beim lieben Andrei L., der mittlerweile seit März 2020 dabei ist und zum 4-jährigen Patreon-Support-Jubiläum sich als Wunsch-Quickie-Review die komplette Serie Star Trek, also Raumschiff Enterprise, mit all ihren 79 Folgen gewünscht hat. Die habe ich schon gesehen, bin allerdings noch am Durchdenken, wie ich das Review am besten mache. Das wird wahrscheinlich im Laufe der ersten, ich sag mal, 2 Aprilwochen erscheinen. Dann ganz liebe Grüße auch an Hartwig Stolzlechner, dessen Wunsch-Quickie für den März, nämlich in 3 Tagen bist du tot 2, bereits online ist. Da kommen übrigens auch ein paar sehr spannende Quickies, das für The Changeling im April ist fertig und im Mai und Juni, so viel spoiler ich dann schon, wird es um filmbezogene Dokumentationen gehen. Und last but definitely not least, der liebe Astons Martin, der mir schon versprochen hat, es kommt in Bälde wieder ein interessantes Mystery-Paket, wo ein paar wirklich mysteriöse Dinge schon angeteasert sind. Ich kann es wirklich kaum erwarten. Außerdem hat er sich im März als Wunsch-Quickie Chillerama den Anthologie-Episoden
kann man sagen, Splatter-Comedy-Film. Gewünscht, da ist das Review übrigens auch schon seit Ewigkeiten fertig und im Members-Only-Bereich online. Aber so viele Blu-ray-Checks wie momentan anstehen, komme ich einfach nicht dazu, dass ich es poste. Wird aber definitiv in Bälde dann hier veröffentlicht werden. Auch hier gibt es bereits einige interessante Wunsch-Quickie-Reviews für die nächsten Monate. Da hat er sich nämlich für den April den absolut strangen japanischen Film Symbol für My Shrews Nest, Asphaltkatze im Juni und The Chaser im Juli gewünscht. Auch schon fertig, auch schon übrigens online im Members-Only-Bereich, falls das für jemanden interessant ist. Außerdem möchte ich noch ganz liebe Grüße an Kevin Zindler schicken, der mich über Patreon unterstützt und der mit dem Wuzi Filmbuchverlag auch einige interessante Projekte am Laufen hat. Da kommen noch einige Bücher über die gute alte Videothekenzeit, nachdem jetzt auf Video gerade erst erschienen ist. Und der liebe Martin Kalis, der eine Facebook-Gruppe betreut namens Stars and Me zum Austausch von berühmten, von Fotos mit dir und berühmteren Leuten. Auch ein wirklich tolles Konzept und eine tolle Community, aber ebenfalls ein kleines Danke richte ich in dem Fall ganz besonders an Leonine bzw. an die Bush Media Group, die für die kommende Woche nämlich meinen Blu-ray-Check etwas aufgehübscht haben. Da habe ich von Leonine die beiden Blu-ray-Versionen von Red Right Hand mit Orlando Bloom und Silent Night von John Woo bekommen, die ich euch natürlich im Laufe der nächsten Woche dann im Blu-ray-Check vorstellen werde. Auch der Blu-ray-Check von Barb Wire ist im Werden, der wird wahrscheinlich, wenn dieses Sammlungsupdate online geht, auch schon fertig sein und am Montag veröffentlicht. Und von der Bush Media Group auf der einen Seite das Mediabook von Baby Assassins 1 und 2, beziehungsweise River the Time Loop Hotel, beide mit absolut genialen, exklusiv gezeichneten und erstellten Artworks. Im limitierten Mediabook, da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr, dass ich mich damit dann näher beschäftigen kann. Aber jetzt würde ich sagen, wir starten mit dem Grund, weswegen hier wahrscheinlich der ein oder andere wirklich eingeschaltet hat, hoppala, nämlich dem tatsächlichen Sammlungsupdate. Und da möchte ich gleich einmal beginnen mit eben den Dingen, die ich mir eben quasi beim karitativen Shopping gegönnt habe, nämlich diversen M-Rays, die da bei mir gelandet sind. Auf der einen Seite ein interessanter Film namens Riders mit Stephen Dorff, Natasha Henstridge, Bruce Payne in dem Fall auch noch mit dabei, der aus Großbritannien 2002 ist und bei uns sogar in zwei verschiedenen Auflagen von Kinowelt veröffentlicht wurde, die sich jetzt allerdings laut dem ersten Blick in der OFDB jetzt gar nicht mal so sehr voneinander unterscheiden, anders eben als bei Jackie Chans Thunderbolt. Die Erstauflage aus dem Jahr 2003 hatte auf dem Frontcover hier noch ein Telepool-Logo zusätzlich und das fehlt hier, beziehungsweise gab es dann auch auf dem Backcover noch Umgestaltungen, vor allem bei der Art, wie das hier unten dann präsentiert wird. Das war hier noch ein bisschen glatt weiß. Das sieht aber auch hier ein bisschen anders aus, wenn ich das jetzt da so richtig sehe. Ah nein, das ist nur der Scan, der hier ein bisschen bläulich wirkt. Beziehungsweise wäre dann hier oben noch einmal eine Tagline gestanden. Also wir haben es hier eindeutig mit der zweiten Auflage aus dem Jahr 2006 zu tun, was allerdings mir ziemlich wurscht ist in dem Fall. Es ist ein einfacher Keepcase-Release, aber halt so wie Kinowelt das damals schön gemacht hat, mit diesem schön ausgestalteten Innendesign in der transparenten Hülle, ähnlich so wie das auch eben 20th Century Fox gemacht hat. Und hier eben quasi in gebrauchter Version mit noch einem eigenen beiliegenden Zettel, wo es ein paar Informationen zu dem Film gibt. Ich finde das immer absolut witzig, wie ich schon das erste Mal eben diese Sammlungsauflösung offensichtlich mit der Spine-Nummerierung hier beim Together Point in Klagenfurt gefunden habe. Aber jetzt hier noch ein weiterer Titel, der wahrscheinlich ähnlich, auch wie ich damals dort war, schon dort war, aber der mir irgendwie nicht aufgefallen ist. Damit kommen wir zu einem weiteren Film, bei dem ich tatsächlich wirklich, wirklich überrascht bin, dass der nicht schon in meiner Sammlung war. Da handelt es sich nämlich auf jeden Fall um einen der bekanntesten deutschen Filme aller Zeiten quasi. Ein Lehrfilm, wie er im Lehrbuche steht, aus dem Jahr 2001, Staplerfahrer Klaus von Jörg Wagner und Stefan Prehn. Ist das ein Film, den über 3L sogar auf Blu-ray dann gegeben hat.
Ja, sicher. Beziehungsweise, wo es eben zahlreiche verschiedene Auflagen von diesem Film gibt, unter anderem auch scheinbar als Bonusfilm auf der DVD hier von Curiosity and the Cat sehe ich, beziehungsweise von Art of Horror von Cineclub. Da sind noch mehrere Hauptfilme und mehrere Kurzfilme und Dokus mit dabei, aber hier quasi die originale Haupt-DVD aus der Anolis-Series mit der Spine Nummer 9. Eine Reihe, wo ich natürlich aus der guten alten Zeit auch schon den ein oder anderen Titel habe, wo ich mich allerdings eben ganz bewusst dagegen entschieden habe, diese Reihe zu komplettieren. Immerhin gab es da ja auch so Dinge wie die Original-Ring-Filme, wo ich mir jetzt eben gedacht habe, ich muss nicht noch eine Version von Ring haben, nachdem ich eben die Filme von Anolis damals eben als Blu-ray habe, dann von Arrow als Blu-ray und 4K, dann von Play on Pictures als Blu-ray und 4K, muss ich da jetzt nicht noch extra ein Downgrade forcieren und hier noch einmal eine ältere Auflage holen. Was mich allerdings ganz besonders interessierte, das ist dann dieser Titel hier, Nackte Zeugin mit Angie Everhart, die man beispielsweise kennt aus Dingen wie Last Action Hero, wirklich? Oder, ah ja, auch ein toller Titel, Gun Blast Vodka. Nein, sie war das Video Babe in Last Action Hero. Jetzt kennt sich natürlich jeder aus. Hintermond gleich links 2. Sie war Lilith aus Bordello of Blood. Genau, ich habe gewusst, dass mir der Name irgendwie bekannt vorkommt. Dann natürlich noch in Meisterwerken wie Bugs, die Killerinsekten aus 2003. Auf jeden Fall ist das ein kleiner, unbekannter Film, offensichtlich von Kelley Cawthon gedreht, die laut OFDB als Regisseurin, ach ja, auch so wichtige Dinge gemacht hat wie Spontansex.org, heiße Dates aus dem Internet oder Hollywood Sex Fantasy oder Sexy Urban Legends oder Seven Lives Exposed. Ein Filmtitel, der offensichtlich dermaßen beeindruckend ist, dass sie den zweimal umgesetzt hat. Einmal im Jahr 2001 und dann noch einmal im Jahr 2013. Dabei sollte man auch wissen, dass andere wichtige Titel von ihr wie Spiel der Begierde oder Casino der Lüste oder Im Bann des Eros oder was ist das für ein Dreck? Nicht ein einziger Film es geschafft hat, in der OFDB eine tatsächlich gewichtete Bewertung zu erhalten und allesamt nur mit 0,0 Bewertung dastehen. Hier haben wir es dann allerdings mit einem cineastischen Beitrag aus dem Jahr 2002 zu tun und wahrscheinlich gleichzeitig mit ihrem bekanntesten Film, der in der OFDB allerdings trotzdem immer noch auf Platz 24.777 der Popularitätsrangliste war. Und ich glaube, da ist er einige Plätze hinaufgeschossen, weil ich ihn jetzt für dieses Video schon das dritte Mal angeklickt habe, glaube ich. Aber kam damals eben von Columbia TriStar auf DVD, ungeschnitten mit einer FSK-Freigabe ab 18 Jahren, mit einem klassischen Columbia-Einlageblatt, das mir jetzt fast unter der Couch verschwunden ist. Aber wo man eben hier ein paar Momente aus dem Film sieht, ja, hätte man sich bei dem Titel Nackte Zeuge noch vielleicht ungefähr schon vorstellen können, worauf man sich hier einlässt. Aber ein Film, wo man natürlich ebenfalls weiß, worauf man sich einlässt, weil im Gegensatz übrigens zu Nackte Zeuge diesen Film irgendjemand kennt. Und dabei handelt es sich um Schatten der Wahrheit, ein Thriller von Robert Zemeckis mit Harrison Ford und Michelle Pfeiffer, der auch eigentlich wirklich ziemlich gut ist, den ich allerdings in meiner Sammlung bislang nur hatte als diese alte, grausliche TV-Movie-DVD. Und da war ich irgendwie der Meinung, wenn ich das Ganze mehr oder weniger um Centbeträge upgraden kann, hier mit dem klassischen 20th Century Fox-Design, mit der Art, wie das Label-Logo auf dem Spine ist, wie ich das mag, mit eben einfach der Tatsache, dass es sich um eine offizielle Kauf-DVD handelt und eben nicht um eine einfache Magazinbeilage, wo eben nicht einmal der englische Originalton mit dabei ist, dass es eben hier
Dieses klassische Fox-Innendesign gibt das, war irgendwie was, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, ja, ich weiß, dass der Film über Filmkonfekt damals dann noch auf Blu-ray auch ausgewertet wurde, aber diese Art der Fox-DVDs, das war irgendwie meine allererste, ich weiß, es klingt so deppert, Label-Liebe, wie ich angefangen habe, Filme zu sammeln, weil ich eben einfach gefunden habe, dass diese paar Fox-DVDs, die ich hatte, mit diesem Spine-Design nebeneinander ganz besonders geil ausgesehen. Und die Tatsache, dass meine ersten bewusst gekauften 20th Century Fox DVDs dann Titel waren wie Phantomkommando und Predator 1 und 2, hat womöglich auch noch ein kleines bisschen was dazu getragen. Irgendwie finde ich, dass diese DVDs im Regal nebeneinander einen schönen Gesamteindruck ergeben haben. Genauso wie es bei den Videokassetten übrigens war, bei Kinowelt, wo damals mit dem unteren blauen Banner, finde ich, dann meine Tapes zu Final Destination oder Terminator 2 irgendwie ganz besonders schön nebeneinander ausgesehen haben. Aber wir wechseln zu etwas ganz anderem, nämlich zu dem Film The Dead Will Tell, ein Mystery-Thriller aus dem amerikanischen Fernsehen, der, wenn man mich fragt, übrigens auch wirklich gerne dort bleiben hätte können. Wir haben uns allerdings in der OFDB-Popularität mittlerweile auf den Platz 16.362 hinaufgearbeitet, beziehungsweise haben wir es ja hier mit einem Regisseur, mit einem Film von Regisseur Stephen Kay zu tun, der ja bei über 30 Projekten mit dabei war. Er hat, das Boogeyman Remake 2005 gedreht, oder, ach ja, 2000, Get Carter mit Sylvester Stallone, oder auch 2005, Jagd auf den BTK-Killer, aber immerhin die Version, die von Sony Pictures veröffentlicht wurde. Dabei hat er allerdings auch Folgen von Serien wie Sons of Anarchy und so weiter gedreht. Loch, auf jeden Fall ist The Dead Will Tell ein Film, der mehr oder weniger das Maximum aus seiner FSK 12 Freigabe rausholt, mit absolut peinlichen Early 2000s Fernsehschnitten, die wirklich, wirklich schmerzhaft teilweise sind, eine Geschichte, die absolut vorhersehbar, aber dafür auch wirklich recht langweilig ist, wo ich mir aber eben gedacht habe, nachdem vor allem Miss Zocki irgendwie diese Mystery-Thriller ganz gerne hat und die DVD natürlich eben karitativ um 1 Euro verschleudert wurde, dachte ich mir, man nimmt es einmal mit, war ein Film auf jeden Fall, wo man wirklich sagt, okay, ich glaube, da ist selbst der dezente daraus gewonnene trashige Unterhaltungswert die investierte Lebenszeit nicht unbedingt wert. Aber ein Film, wo ich mich de facto sehr freue drauf, in ihn ein bisschen Lebenszeit zu investieren, das ist der nächste Film hier. Also meiner Meinung nach heißt er Crows 2, oder Crows 2, laut OFDB heißt er Crows 02, und unter diesem Titel lässt er sich auch finden, ist dabei ein Sequel von Crows 0 aus dem Jahr 2007, der allerdings noch als Crows 0 von Splendid Film veröffentlicht wurde, ungekürzt mit FSK 18 Freigabe und der Titel, der übrigens auch eine Realverfilmung von einem Anime aus den 90er Jahren ist, der kam dann von Cult Movie Entertainment. Ebenso in der hier vorliegenden Version auf DVD, allerdings gibt es den eben auch auf Blu-ray, wohingegen es, glaube ich, vom ersten Teil bis heute nur die DVD-Umsetzungen gibt. Es ist irgendwie wesentlich komplizierter, als ich mir aber das bei einem kleinen Gang-Action-Streifen von Takashi Miike irgendwie erwartet hatte. Dafür läuft der Film auch gemütliche 133 Minuten. Ich hoffe ja, dass man der Handlung irgendwie folgen kann, auch wenn man den ersten Teil nicht kennt. Wobei, ich glaube eher, ich die Sichtung von diesem Film auf den Zeitpunkt verschieben werde, bis ich eben auch tatsächlich den ersten Teil in meiner Sammlung habe, kann allerdings etwas dauern. Vielleicht hat ja jemand, der mir irgendwann mal in Zukunft ein Mystery-Paket schicken möchte, da eine DVD übrig, die er nicht mehr braucht. Ansonsten werde ich meine eigenen Augen und Ohren offen halten, falls mir hier einmal was begegnet. Und last but not least, dann ein Film, der in der OFDB übrigens eingetragen ist als Liebesdrama, was für mich mehr oder weniger ein Instant-Grund für Rejection ist, aber trotzdem hat es irgendwas mit einem Undercover-Cop noch zu tun. Es ist ein Film vor allem gedreht von Andrew Lau, der eben auch beispielsweise Dinge als Regisseur abgeliefert hat wie Infernal Affairs oder Confession of Pain, The Flock mit Richard Gere scheinbar.
Storm Riders, A Man Called Hero aus dem Jahr 1999 mit Eric Chang, der, ich glaube, zuletzt gerade über Vinegar-Syndrom oder so irgendwas erschienen ist, weil den habe ich gerade eben erst hier vorgestellt, habe ich mir gedacht, okay, zu dem dazu kann man zum Preis von 1 Euro zuschlagen, auch wenn ich wirklich an der Stelle noch einmal zeigen möchte, wie, also, ich weiß nicht, wie beinahe peinlich kitschig dieses Cover-Artwork hier aussieht mit der mit dem Standard-PNG von einer teilweise unscharfen Pistole, dann noch drüber gelegt mit diesen halbtransparenten Blumen dazu. Das sieht, also ganz ehrlich, das ist für mich fast die Definition von zum Kotzen hässlich. Also das ist wirklich unerträglich schier eigentlich, dieses Cover. Aber wir bekommen eben sonst die Standardgestaltung von Splendid. Wie gesagt, laut Backcover-Gestaltung wäre das Ganze für mich jetzt nicht unbedingt als schnulzige Liebesgeschichte zu erkennen, weswegen ich dann eben auch gewagt habe, das noch in meine Sammlung zu holen. Aber damit sind wir eben am Ende von den Standard Emrays, die ich mir da geholt habe. Und deswegen möchte ich tatsächlich im Fall von einigen anderen Dingen ein bisschen ausholen heute, weil wir ja tatsächlich im Sammlungsupdate ein bisschen mehr Zeit haben, weil es nicht ganz so viel Neues gekommen ist, aber dafür ich tatsächlich die ein oder andere Sammlung hier vervollständigen konnte. Ich meine, ich weiß, dass wir bereits mehrfach über diese Kabarett-DVDs gesprochen haben. Hier eben in dem Fall so quasi Synchronisationskabarett von Maschek mit dem damaligen Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, das als Nummer 38 von der Reihe veröffentlicht wurde. Aber ich hatte ja eine bösartige, kann man fast sagen, Lücke in meiner Sammlung. Denn in einer Collection Box, die ich bereits seit langem in meiner Sammlung hatte, die damals, ich glaube, meine Mutter irgendwann einmal zu Weihnachten geschenkt bekommen hat, aber die dann irgendwann mit mir mit übersiedelt ist, waren die Nummern 1 bis 20. Allerdings, wenn man hier geschaut hat, gab es hier plötzlich eine Lücke zwischen 9 und 11. Die wurde offensichtlich irgendwann einmal, also ohne mein Zutun natürlich, verborgt, weswegen ich sehr froh war, dass ich jetzt ebenfalls um 1 Euro, wenn auch natürlich nicht im perfekt neuwertigen Zustand, aber egal, diese Lücke schließen konnte und damit diese Box in meiner Sammlung zum ersten Mal vollständig ist, weswegen ich mir gedacht habe, dass wir jetzt gleich einmal über die komplette Box hier sprechen können. Während viele die große Kunst und die hohe Literatur feiern, ist es in Österreich eher so die kleinere Kunst, die beim Publikum gut ankommt. Kabarett oder auch Kleinkunst genannt, ist für mich etwas, das tief im Herzen Österreichs verwachsen ist und mit dem ich auch persönlich einige ganz besondere Erinnerungen habe. Beispielsweise, als ich im Alter von, ich glaube, 11 oder 12 Jahren, damals noch Ende der 90er Jahre, das allererste Mal auf einer Kabarettbühne war, also ich davor nicht wirklich drauf, war Thomas Maurer mit einem aufblasbaren, durchsichtigen Sofa, der bei seinem Programm intensiv damisch einige Geschichten erzählt hat, wie beispielsweise im IKEA über Nacht eingesperrt zu sein, die sich bei mir einfach eingebrannt haben. Und seitdem habe ich viele der großen Kabarettkünstler Österreichs, von Lukas Resetaritz, Michael Niavarani, Andreas Wittersek, Alfred Dorfer, Roland Thüringer, Josef Hader und so weiter und so fort, natürlich auch schon live gesehen auf der Bühne und freue mich tatsächlich immer wieder auch zu Entspannung, große und bekannte Kabarettprogramme zu sehen. Und da gibt es dankenswerterweise, nachdem in Österreich, sagen wir mal, die Kunst der physischen Veröffentlichungen nicht besonders hoch gehalten wird und beispielsweise, wenn in Österreich und Deutschland eine Blu-ray vom selben Film erscheint, wie beispielsweise Ich seh, ist dann die deutsche oft in Full HD 1080p, die deutsche nur in 1080i und das natürlich nur dann gemessen, wenn überhaupt eine Blu-ray oder überhaupt eine physische Version erscheint. Aktuell ist es bei neueren Kabarettprogrammen ja auch so, dass die zwar immer noch aufgezeichnet werden, dann allerdings nur im zwangsfinanzierten ORF versendet werden und nicht mehr wirklich physisch ausgewertet. Da ist es natürlich trotzdem vor allem eben für die Erhaltung der Kleinkunstform quasi etwas Besonderes, wenn man diese Teile auch wirklich in der Hand haben kann. Mittlerweile gibt es übrigens weit über 100
ich glaube 160, 180, 200, irgend sowas, DVDs aus dieser Reihe, die nach einem kleinen geänderten Hornzel-Logo übrigens allesamt gleich aussehen. Und hier übrigens die ersten 100 zusätzlich zu den Einzelveröffentlichungen. Man kann jede von diesen DVDs natürlich auch einzeln erwerben. Hier auch in Boxen veröffentlicht wurden. Da gibt es eben dann die Nummern 1 bis 20, 21 bis 40 und so weiter. Bis 100, ab 100 wurden die Boxen dann eben leider eingestellt. Und ich habe aktuell zwar ein paar Random-Titel aus dieser Edition noch in meiner Sammlung, aus den späteren Nummern. Ich kann sie ja der Vollständigkeit halber noch einmal herholen. Aber das wäre eben hier 159, die aktuellste, die ich habe. So geht das dann weiter. Ist in meinen Augen zwar formatbedingt natürlich durch das höhere Design einer klassischen DVD etwas ungewöhnlich, aber trotzdem etwas, das irgendwie auch was Kultiges hat. Und dadurch, dass sich Hornzel eben dazu entschieden hat, auch für die österreichischen Spielfilme so ein eigenes Format zu machen, hat das auch eben eine gewisse Charakteristik. Und ich würde jetzt ganz gern einfach nur ganz flott diese eben 20 DVDs, die hier in der ersten Box drinnen sind, durchgehen. Dabei ist natürlich absolut logisch, dass mit die Begründer des österreichischen Kabarets, mit die ersten großen Qualtinger bzw. eben Merz und Bronner, ganz besonders hier auch die erste Nummer von dieser DVD-Reihe bekommen haben. Das war sicher auch im Entscheidungsprozess nicht einfach, welchem Titel gibt man hier die Nummer 1, aber Qualtinger war definitiv eine bekannte Nummer. Kennt man wahrscheinlich auch den klassischen Spruch, wo Qualtinger ins Lokal reingeht und sagt, ah, oh, Ochtel, rot oder weiß? Schlegowitz. Ist absolut schön. Lukas Resetaritz, auch absoluter Kult. Kabarettist. Ich mag vor allem, die ist aber glaube ich nicht das zu bunt, sondern seine Nummer zu den Alpha-Beta-Gamma-Strahlen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Programm geheißen hat. Müsste ich nachschauen. Aber Im Keller von Josef Hader, ist auf jeden Fall besser als Im Keller von einigen anderen Leuten. Auf jeden Fall ein absolutes Kultprogramm, das hier erschienen ist. Dann auch Alfred Dorfer natürlich. Kennt man auch als Schauspieler, genauso wie Roland Thüringer. Die haben eben dann in Filmen wie Hinterholz 8, wie Indien und so weiter natürlich eben auch gespielt, waren in Film und Fernsehen präsent, dann auch ein absoluter Kult aus den, was wird es gewesen sein, 60er Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, 65, die Hefenelegie von Herwig Seeberg, bei mir heißt Franz, ist auch ein Satz, den irgendwie so jeder alte, beziehungsweise in meinem Fall offensichtlich wahlalte Österreicher ein bisschen erkennt. Roland Thüringers Hinterholz 8, absolutes Kult Kabarett, wurde ja tatsächlich auch, wenn mich aber nicht alles täuscht, nicht sonderlich gut verfilmt. Und dann Vita 6, Kurzzugende, auch ein Programm, das ich irgendwann einmal, ich glaube, noch auf Kassette oder CD oder irgendwie so eben noch genossen habe. Man sieht, und das ist, finde ich, etwas ganz besonders Schönes hier, die Willkommen Österreich Moderatoren Stermann und Grissemann, ist etwas, das natürlich was ganz Schönes ist, dass das absolut einheitlich gestaltet ist, mit den überall selben Farben, überall selben Schriften. Natürlich, nachdem es sich bei dieser Edition um eine Zusammenarbeit zwischen eben Hornzel, den Kabarettleuten, da ist ihnen ein bisschen was passiert, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Bildübergang so gewollt war. Ich meine, sie haben schon immer wieder die Übergänge bei den Haaren, aber sie haben sie manchmal auch einfach wirklich komplett vergeigt. Yikes! Kriegt wahrscheinlich der Designer auch einen Steinhauer, wenn der Erwin das sehen wird. Wird schwer, aber wurscht. Und das natürlich eben das Design eben hier beispielsweise auch zur klassischen Aufmachung eben der Tageszeitung Kurier passen würde. Nir Varani ist in meinen Augen absoluter Gott im Bereich des Kabarets. Vor allem, also falls jemand von euch nur sehr wenig über österreichisches Kabarett weiß, ich würde als Einstieg auf jeden Fall Nir Varani und Viktor Gernot in Gefühlsecht empfehlen. Oder Thomas Maurer ist auch absolut großartig, vor allem weil Maurer einer ist, der das Kabarett, das Politische und vor allem auch das Theater und das Schauspiel immer sehr schön
nützt und inszeniert und teilweise eben verschiedene Rollen auf der Bühne spielt. Letzten Endes, vor ein paar Jahren hatte er ein Programm, wo dann alles kulminiert ist in einem riesigen Trash-Film, den er inszeniert hat auf der Bühne, was absolut geil war. Farkas Waldbrunn kennt man natürlich auch. Auch hier sogar aufgeteilt das Programm auf zwei DVDs, weil sich's mit 2x90 Minuten auf einer Disc sonst nicht ausgegangen wäre. Oder vielleicht hatte es auch andere Gründe. Das könnte jetzt natürlich ebenfalls möglich sein. Dazu ist auch zum Beispiel Otto Grünmandl, ein Kabarettist, von dem ich noch nie was live wirklich gesehen habe. Und deswegen eine schöne Sache. Wie gesagt, in so einer Collection, ich möchte auf lange Sicht ganz gerne diese Reihe irgendwie komplett haben. Vor allem, weil dann eben später, wir haben es ja ganz am Anfang auch gesehen, dann auch Leute wie Monika Gruber zum Beispiel auch in diese Reihe eingezogen sind, die ich ja absolut großartig finde auf der Bühne, die einfach einen Mordsschmäh hat. Beziehungsweise kommt jetzt dann gleich eine Nummer, die ich auch kenne, auch etwas, das wirklich maßgeblich zur Prägung auch der hoppala, österreichischen Kabarettszene beigetragen hat, nämlich das Schlabberett. Wir werden hier ein paar Leute dann auch gleich erkennen, nämlich der Herr Dorfer, der Herr Thüringer, beziehungsweise Reinhard Nowak, mit dem der liebe Robert Auer und ich ja bereits sogar ein Filmfestival organisiert haben. Da müsste es, wenn mich nicht alles täuscht, ein Video und einen Mitschnitt sogar auf YouTube geben. Außerdem ein paar weitere. Wie gesagt, also für Fans von einheitlicher Aufmachung ist das absolut genial, auch wenn dieses Design natürlich zu Beginn etwas gewöhnungsbedürftig ist, aber man gewöhnt sich, finde ich, relativ schnell dran. Vor allem bekommen diese DVDs dann auch eben im Regal ein bisschen mehr Gewicht und mehr Präsenz. Insbesondere natürlich für diejenigen unter uns, die auch andere Sachen sammeln, hat das Ganze zwar nicht das Format einer normalen DVD-Hülle, sondern das von einer großen Hardbox oder einer VHS-Retro-Edition. Also da kann man das Ganze dann im Regal sowieso mit unterbringen. Dafür ist natürlich für die Leute, bei denen es auf den Platz ankommt, so wie eben bei mir, eine schöne Sache, dass die einzelnen Nummern natürlich relativ dünn sind. Dafür gibt es halt entsprechend viele. Aber wie gesagt, eine schöne Reihe, wo ich mich sehr, sehr freue, weil das eben Kabarett etwas ist, das ich wirklich ganz, 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 ganz schätze, das für mich sehr, sehr wichtig ist, wo ich auch wirklich gerne und immer noch live hingehe, um da die Möglichkeit eben zu haben, vor allem die Programme, die einfach ich nie live sehen habe können, weil sie halt auf der Bühne waren, bevor ich auf der Bühne war. Das ist eine absolut schöne Sache und ich möchte auf jeden Fall hier diese ersten 5 Boxen haben, beziehungsweise dann eben gerne auch generell eine vollständige Sammlung, weil das Kabarett ist eben, finde ich, nicht nur ein Stück Österreich, sondern einfach auch ein Stück von mir. Und apropos Lachen, es gibt ja Leute, die vielleicht wirklich ganz gerne lachen, also ich mache das eigentlich relativ gerne, selbst wenn ich den Fernseher aufdrehe, aber es gibt da einige Serien, an denen kommt man ja wirklich nicht vorbei. Zugegeben, man muss manchmal vielleicht auch wirklich lachen, wenn sie im Bildschirm sind. Bei manchen wie Big Bang Theory wird das halt mit der Zeit relativ schnell relativ wenig, aber ich mag ja eigentlich How I Met Your Mother und ich habe jetzt mir eben beim karitativen Shopping noch einmal 5 Staffeln der Serie gekauft. Vielleicht fragt sich jetzt der eine, warum nur 5 Staffeln? Das ist relativ einfach beantwortet, weil ich die anderen 4 schon hatte. Und deswegen würde ich jetzt gerne, nachdem ich damals eben die Staffeln, wie ich sie in die Sammlung aufgenommen habe, immer nur sehr kurz vorgestellt habe, jetzt einmal gerne einen ausführlicheren Blick auf die komplette Serie How I Met Your Mother werfen. Liebe Kinder, erinnert ihr euch noch, als ich eure Mutter kennengelernt habe? Nein, was für eine Überraschung, ihr wart ja da noch gar nicht da. Ach
Gott, das klingt nach einem Konzept für eine Serie, die man über 9 Staffeln ausdehnen kann, oder? Aber ganz wichtig ist, dass der eigentliche Erzähler in Wirklichkeit gar nicht der eigentliche Hauptcharakter ist und jeder eigentlich nur jemand anderen cool wird. Ja, wartet mal, dieses Unboxing wird noch legen. Warte kurz. Nein, das fällt mir nicht ein. Auf jeden Fall ist How I Met Your Mother definitiv gemeinsam mit Dingen wie The Big Bang Theory bzw. Two and a Half Men sicherlich eine der größten Sitcomedy-Sendungen, die es in den letzten Jahren und Jahrzehnten gab. Insgesamt gab es 9 Staffeln, bis die Fans quasi vor Wut schäumend vor den Fernsehbildschirmen zurückgelassen wurden und man die Serie am liebsten verflucht hätte. Nur bis man es dann wieder versucht hat mit How I Met Your Father. Wobei das, glaube ich, auch etwas falsch verstanden werden könnte. Ich hätte irgendwie ganz gerne How I Met Your Father 0190. Nein, auf jeden Fall. Wenn wir hier einmal einen Blick auf die deutschen DVD, also die grundsätzlichen Erstveröffentlichungen werfen, da hat nämlich 20th Century Fox damals noch sämtliche Staffeln in Digipacks veröffentlicht. Und für mich ist ja das Digipack nach wie vor die Krönung der DVD-Verpackung, Blu-ray-Verpackung, weil ich das einfach genial finde, wie flexibel diese Verpackungsform ist und vor allem eben wie schön das aussieht, wenn sich das Ganze erst einmal entfaltet. Wir haben natürlich hier auf dem Frontcover dann einmal verschiedenste Artworks, leider in diesem Fall lustigerweise fast alle beflatscht. Gut, es waren teilweise Sticker, wobei ich mich natürlich, wenn ich diese Sachen etliche Jahre, nachdem sie erst veröffentlicht wurden, gekauft habe, einfach nicht mehr traue, an diesen Stickern irgendwie herumzufummeln. Aber was ich recht nett finde, ist, dass alle Staffeln hier quasi im exakt gleichen Format erscheinen und mehr oder weniger auch exakt identisch erscheinen. Lediglich eine wirklich große Frage habe ich hier an den Grafiker von 20th Century Fox. Haben sie dir eingebrochen? Das ist eigentlich alles, was ich gerne wissen möchte, weil ich meine, ja, ich kann es noch irgendwie akzeptieren, dass sich der Titelschriftzug so bei den ersten Staffeln, wo die Serie noch quasi ein bisschen auf der Suche nach ihrer Identität gewesen zu sein hat, ändert, dass man allerdings hier bei der ersten Staffel fast relativ schön die Season-Schriftzüge auf derselben Höhe hat, dann bei der Staffel 5, aus welchem Grund auch immer, einfach komplett absackt im wahrsten Sinne des Wortes, nur um bei Staffel 6 wieder auf die Höhe der Staffel 4 zu wechseln, damit die Staffel 5 ja komplett daneben aussieht. Dann für Staffeln 7, 8 und 9 hat man offensichtlich ein bisschen einen anderen Schriftzug gewählt, der dann allerdings wieder einheitlich ist, wobei man aus welchem Grund auch immer bei Staffel 7 von dem grundsätzlichen Großbuchstaben, der allen anderen Staffeln abgewichen ist, das verstehe ich einfach nicht. Was ist so kompliziert dran, wenn man eine DVD-Reihe hat, dass einfach alle DVDs aus dieser Reihe genau gleich aussehen? Ich verstehe es nicht. Aber ich würde an dieser Stelle jetzt einfach mal einen kurzen Blick durch die einzelnen Staffelboxen werfen und mit euch die verschiedenen Artworks durchgehen. Werde jetzt nicht wahnsinnig genau und konkret auf einzelne Elemente der jeweiligen Staffeln eingehen, weil ich glaube, dann sitzen wir morgen noch da. Aber ich denke mal, so ein ganz kurzer Blick auf die einzelnen Verpackungen. Ich nehme jetzt auch ehrlich gesagt nicht einmal hoppala, jede einzelne Disc raus, einfach aus Zeitgründen, sondern nur ein kurzer Blick hier. Finde ich aber sehr schick gestaltet, auch eben diese Discs mit diesen quasi Lokalpins, eigentlich fast Bieruntersetzern. Eher so, als hätten die Macher damals noch ein bisschen Angst davor gehabt, wie die Serie auf das Publikum wirkt. Aber glücklicherweise ist das Ganze gut ausgegangen. Wir haben da ein klassisches Artwork, so wie man es damals wirklich sogar für Filmplakate beziehungsweise vor allem diese Filmbeschauen gemacht hat, die man in den Kinos eben beispielsweise bekommen hat. Ja, da steht 1 Euro drauf. Einfach Artworks mit der Schere ausgeschnitten und irgendwie zusammengefügt und arrangiert, aber auch hier mit zahlreichen Artworks, eben hier die einzelnen Fotos und Szenenbilder hineingeklebt. Lustigerweise ein komplett anderer Look hier schon als bei der ersten Staffel, dieses Mal eben mit den Charakteren auf den Discs. Sieht ein bisschen generischer aus,
Aber ist generell eigentlich noch ganz in Ordnung. Wechseln wir zur dritten Staffel, deren Frontcover ich schon einmal wirklich ziemlich hässlich finde. Vor allem bei How I Met Your Mother weiß ich nicht, wie diese Verbindungen dann wirklich zur Mother führen könnten. Aber im Inneren dieses Mal sogar dasselbe Artwork wie außen auf dem Digipack. Da hat man bei der zweiten Staffel zumindest noch ein bisschen eine Ausnahme gemacht. Gut, ist natürlich auch einfach eine Möglichkeit, die Beflatschung loszuwerden. Ach ja, war ja bei der ersten Staffel auch schon so. Da hat man dann halt eben auch noch auf die Werbetextzeile verzichten können. Auch hier ein bisschen was anderes. Diesmal wieder ein bisschen mehr von dem Piktogrammstil im Inneren, insbesondere dann auf den Discs. Aber wir switchen auf Staffel 4. Tatsächlich übrigens die einzige Staffel von dieser Serie, die auch, also außer ich habe jetzt irgendwas übersehen, die auch in High Definition auf Blu-ray erschienen ist, wobei natürlich diese Staffel niemals bei uns und in Deutschland auf Blu-ray erschienen ist, weil bis es tatsächlich dazu gekommen ist, dass auch Serien bei uns in HD vorliegen, hat das natürlich eine absolute Ewigkeit gedauert. Aber vielleicht an der Stelle noch ein ganz schneller Blick. Es gab nämlich zum Beispiel auch eine Staffel von My Name is Earl, nämlich die letzte Staffel in Amerika als Blu-ray. Das habe ich mir damals alles in die Sammlung geholt, wie beispielsweise die Black Fridays bei Amazon noch interessant waren, wo man eben auch mit dem Zoll weniger Troubles hatte, dafür natürlich auch mit dem Versand, weil die Discs vielleicht trotzdem gar nicht mal so heil ankamen, aber damals noch mit 8 Folgen auf einer Disc. Ja. Hier mal der kurze Blick auf die 3 Scheiben, die man eben hier für die Folgen auf Blu-ray verwendet hat, und dazu wechseln wir auf die DVD, wie man eben gesehen hat, dasselbe Frontcover-Artwork, grundsätzlicherweise auch dasselbe Backcover, nämlich inklusive nicht nur derselben Aufmachung, sondern sogar derselben Bilder. Ich meine, ist eigentlich eh klar und eigentlich auch ökonomisch, wenn man das schon einmal in Auftrag gegeben hat und einmal beim Designer bestellt hat, warum sollte man das dann irgendwie noch einmal anders machen? Da gibt es ja eigentlich bei den deutschen Ausgaben, ach ja, auch die Disc-Designs kommen mir sehr bekannt vor, gibt es ja dann lediglich einzelne Labels, die halt international die größeren und besseren Verpackungen wie Digipacks verwenden und dann für die deutschen Märkte, für den deutschen Markt eher auf Einfacheres zurückgehen und dann nur irgendwelche Slim Keep Cases oder so irgendeinen Blödsinn bringen. Aber wir sind mittlerweile bereits bei der offensichtlich abgesackten Staffel 5 angekommen, quasi beim Mittelpunkt der gesamten Serienexistenz. Auch hier wieder dasselbe Artwork auf dem im Inneren auf dem Digipack, wobei ich es da relativ schick finde, dass wir auf der einen Seite eben nicht nur diese Luftballon-Design-Elemente haben, die wir auch bei den anderen Staffeln schon hatten, dass allerdings hier eben dieser Wolken-Look vom Frontcover sich dann eben fortsetzt und eben auch beispielsweise ins Innere übergegangen ist, dass hier zumindest eben, finde ich ganz besonders im Gegensatz zur vierten Staffel, wo das Ganze dann plötzlich von weiß auf rot wechselt, irgendwie hier alles ein schönes, homogenes Bild hat. Ich mag das, wie diese Staffel hier aussieht. Dann wechseln wir auf die Staffel 6, die ganz besonders interessant ist. Auf der einen Seite so diese Ausziehmöbel-Optik hier hat. Auf der anderen Seite erinnert mich das natürlich auch ein kleines bisschen an das klassische 20th Century Fox Logo, beziehungsweise bin ich dann schon gespannt, wie man das dann im Inneren fortgesetzt hat. Natürlich auch hier dasselbe Design wieder und hier dann ein paar Blaupausen zusätzlich eben zu den üblichen Image Blurbs und hier im Inneren dann auch ein ebenfalls durchgehendes Motiv, das lustigerweise hier auf den rechteren Flügeln unterhalb der Disc ein bisschen heller gestaltet wurde, offensichtlich, um den Kontrast nicht ganz so hart zu halten, aber auf der linken Seite dann eher so wie am Times Square die Szenenbilder irgendwie auf die Häuser zu klatschen, was finde ich irgendwie ganz grausig aussieht. Aber wir haben hier übrigens die einzige Disc, nämlich die Folgen 17 bis
24 von dieser Staffel, die eine FSK-Freigabe ab 16 Jahren haben. Da würde mich übrigens interessieren, falls jemand aus den Kommentaren hier weiß, worauf sich das bezieht oder auf welche Folge sich das bezieht, würde mich interessieren. Ich glaube, ich habe es irgendwo irgendwann einmal gehört. Finde es nämlich deswegen spannend, weil die Serie natürlich generell auch in einigen anderen Folgen und Staffeln einen etwas derberen Humor hat. Das allerdings gerade derber Humor natürlich in Amerika beziehungsweise respektive in England eher verpönt ist und deswegen ich mich wundere, dass die sechste Staffel in England eine FSK-Freigabe ab 12 hat und andere Staffeln, wie eben beispielsweise dann die 7er, die bei uns aber wieder ab 12 ist, dann dort ab 15 ist. Also irgendwie macht das Ganze nicht wahnsinnig viel Sinn. Schauen wir mal, ob nebenbei die FSK-Datenbank dazu was hergibt. An der Stelle finde ich übrigens relativ cool, dass man bei der 7. Staffel dann ein bisschen so nicht nur diese Neonröhren, Seitengassen, Bar-Ästhetik genommen hat, sondern dass eben das vor allem mit dieser Ziegelmauer im Hintergrund auch ein bisschen diese klassischen amerikanischen Comedy-Clubs waren. Die hier dargestellt werden. Übrigens, es war die Folge 22 namens Der ideale Drink aus der 6. Staffel, die von der FSK eine 16er Freigabe bekommen hat. Sehr, sehr interessant. Dabei einmal kurz der Blick hier durch die 7. Staffel. Hoppala. Schade, hier hätte ich es ganz besonders geil gefunden, wenn man diese Ziegeloptik dann eben auch über die anderen Elemente durchgezogen hätte und hier nicht diesen extrem harten Bruch von der schönen Ziegeloptik auf das einfach nur einfärbig Schwarze gemacht hat. Dafür finde ich es eben ganz nett, dass man diese Optik dann wieder auf den Discs fortgesetzt hat. Aber das wäre eben eigentlich wie bei der 5. Staffel etwas, das man, wie ich finde, ganz besonders schön über alle Designelemente hier durchziehen hätte können. Dann wechseln wir zur 8. Staffel, bei der ich mir jetzt übrigens nicht ganz sicher bin, ob der Spine wirklich so mit diesem Farbverlauf unter Anführungszeichen gehört oder ob in meinem Fall, nachdem es sich um ein älteres, gebrauchtes Exemplar handelt, hier vielleicht ein bisschen was ausgeblichen ist durch eben Sonneneinstrahlung. Hier schützen sich eben die Hauptdarsteller vor eben jener Sonneneinstrahlung, damit sie nicht auch ein bisschen ausgeblichen erscheinen. Und wir werfen den Blick auf das Backcover, beziehungsweise dann einmal ins Innere, wo auch hier wieder... Ja, in dem Fall die IKEA-Farben. Lustig, dass wir vorher über Möbel geredet haben. Überwiegend sind und dann hier. Das finde ich ist aber ein sehr schickes Innendesign mit der Art, wo vor allem die Hauptdarsteller quasi kreisförmig auf diesen Disc angeordnet sind. Das ist hier dann noch eben das Bild von allen auf der linken Seite gibt, beziehungsweise die gelben Regenschirme, die auch als durchgehendes Element zu verstehen sind, auch hier im Inneren quasi auf allen Designflächen zu sehen sind. Das mag ich eigentlich. Und dann kommen wir eben zur letzten Staffel, mit der etliche Leute dann nicht unbedingt wirklich zufrieden waren, die wir auch im Digipack bekommen. Und das muss man schon wirklich sagen. Also alleine die Tatsache, dass Fox das wirklich durchgezogen hat, diese Verpackungsdesigns eben über 9 Staffeln hinweg nicht geändert hat. Hier haben wir ja quasi sogar dasselbe, die exakt gleiche Blaupause wie bei der 8. Staffel, nur mit anderen Farben. Hier muss ich eine Disc ein bisschen retten, aber dafür, wie gesagt, ist das alles günstig und gebraucht aus irgendeinem Sozialmarkt quasi ist, schaut das alles relativ gut erhalten aus. Und wie gesagt, ich habe sicherlich sehr viele Folgen der Serie bereits gesehen, vor allem eben zufällig mal im Fernsehen dran hängen geblieben, aber so gesammelt habe ich sie noch nicht in der Sammlung gehabt und das ist schon auch was Feines. Da finde ich übrigens recht witzig, dass die Homogenität von den einzelnen Verpackungen hier auf der Oberseite von den Digipacks fast komplett erhalten ist, mit Ausnahme von Season 5, die ein Ausrutscher ist, und dann 8 und 9, wo man wieder komplett darauf geschissen hat. Aber es ist irgendwie schade, dass es nicht noch
besser ist, weil ich finde ja gerade dadurch, dass es eigentlich so gut ist von der Homogenität im Regal, schaut das einfach noch deutlicher, merkt man es einfach noch deutlicher, diese einzelnen Elemente, die halt nicht passen. Aber ich mag die Serie, ich mag natürlich vor allem Barney wahnsinnig gerne, aber ich finde es ziemlich cool, dass Fox das in Digipacks bei uns veröffentlicht hat und vor allem, dass ich die jetzt alle verhältnismäßig günstig auch in meine Sammlung aufgenommen habe. Und ja, damit vergeht uns wahrscheinlich für das nächste Unboxing schon einmal ein kleines bisschen das Lachen. Denn als nächstes kommt jemand, der mit uns mehr oder weniger standardmäßig über den härtesten Tag seines Lebens sprechen möchte. Wobei, sprechen tut er ja eigentlich relativ selten. 24 ist nicht nur eine der geilsten amerikanischen Fernsehserien aller Zeiten, sondern sogar eine der wenigen Serien, die es irgendwie schafft, sich von Staffel zu Staffel weiter zu steigern. Gut, bis sie dann gegen Ende wieder ein bisschen abfällt. Aber man kann tatsächlich sagen, dass Staffel 3 eigentlich definitiv die beste, zumindest der ersten drei ist. Denn auch die vierte bzw. die fünfte Staffel haben noch einige großartige Momente. Und ich muss zugeben, dass ich bis zum Ende eigentlich mitgefiebert bei den Abenteuern rund um Jack Bauer von der CTU. Aber was ich ganz besonders schön finde, ist, dass 20th Century Fox eben eines der Labels ist, die damals, wer sich noch erinnert, ihre Staffelboxen im Digipack veröffentlicht hat, das eben auch bei längeren, größeren, aufwendigeren Serien bis hin zu, ich glaube, Akte X war das Ganze auch so, oder Stargate, wobei die so teuer waren, alle bist du deppert, und man über 100 Euro für eine neu veröffentlichte Serienbox bezahlt hat, da freue ich mich drüber, wenn ich die jetzt momentan irgendwo, teilweise dann natürlich nicht mehr im perfekten Zustand, aber für beispielsweise 3 Euro finde. Und nachdem ich diese Serie so mag, möchte ich sie auch irgendwie vollständig im Regal stehen haben. Ich habe zwar hier von der vierten Staffel das Digipack aus Amerika, das aber gleich aussieht wie das aus Deutschland. Wie gesagt, falls es mir mal unterkommt, kann man es ja trotzdem austauschen. Aber hier fehlen mir jetzt dann quasi nur mehr 3 Staffeln und die Serie ist komplett. Dabei finde ich eben interessant, dass die erste Staffel noch ein bisschen ganz anders aufgebaut war mit dem eben klassischen 24-Titelschriftzug. Das allerdings man irgendwie mit Jack Bauer auf dem Spine hier sehr schön für Kontinuität gesorgt hat, wobei ich trotzdem irgendwie ein bisschen schade finde, dass seine Piktogramme eben hier wirklich nur bei Staffel 3 und 4 wirklich genau auf der gleichen Höhe sind und das Ganze sonst halt auch immer wieder ein bisschen abweicht. So ist es nicht perfekt einheitlich, aber wie gesagt, ich meine, das ist mittlerweile schon, muss man auch sagen, meckern auf allerhöchstem Niveau. Ich mag die Serie und ich mag aber vor allem diese Digipacks, weswegen ich mir jetzt damit euch gerne einmal das von der dritten Staffel näher anschaue. Da sehen wir Joaquin Phoenix als Johnny Cash auf dem Frontcover, beziehungsweise bekommen ein paar Informationen rund um diese Staffel und ihre Geschichte. Das ist ja eben diese absolut großartige Staffel, wo sich Jack Bauer einschleusen lässt bei den Terroristen, beziehungsweise wo eben ganz besonders unerwartet ist, wer jetzt eigentlich mit wem zusammenarbeitet, wer welche Agenda verfolgt, wer eigentlich ein Doppelagent ist, bla bla bla. Das kommt ja mehr oder weniger in jeder Staffel, aber es ist halt nicht immer gleich spannend, nur mit der einzelnen Ausnahme, dass Kim Bauer wirklich absolut unerträglich nervig ist. Dabei haben wir es eben hier vor allem mit der Hotelszene, mit dem freigesetzten chemischen Kampfstoff, mit wirklich absolut großartiger Hochspannung zu tun und dabei eben, und das ist halt das, was ich bei den Digipacks so sehr mag, dieses Aufklappen und diese so viele verschiedene Artworks quasi gleichzeitig auf dem Tisch vor sich liegen zu haben, mehr oder weniger das Konzept, dass auch ein Coffee Table Buch erfüllt. Es ist ja mehr oder weniger alleine hier in einem YouTube-Video fast schon unmöglich, das Ganze herzuzeigen komplett. Ich kann mehr oder weniger alle anderen Dinge, die jetzt hier dahinter stehen, in diesem Digipack einwickeln und es wäre noch genügend Platz vorhanden. Aber wir können da dann natürlich auch einmal einen Blick ins Innere werfen. Da finde ich besonders spannend, dass wir natürlich auch hier ein durchgehendes Innendesign haben,
dass ich hier auch mit den Symbolen von dem Bio-Kampfstoff, das ist das Digipack übrigens, beschäftigt, das wir hier haben. Und natürlich, dass diese DVDs, auch wenn sie mittlerweile schon etliche Jahre auf dem Buckel haben, keine Ahnung, wann genau die erschienen sind, 2005, die sind fast 20 Jahre alt, machen allerdings in meinem Fall hier noch keinerlei Ermüdungserscheinungen. Und natürlich finde ich auch genial, dass 20th Century Fox auch bei dieser Serie, bei diesem Digipack dieses System hat, dass man eben die einzelnen Designs ineinander übergehen lässt, dass halt eben die Discs immer eine Fortsetzung sind von dem Artwork, das wir eben auch unterhalb der Discs haben und diese sich somit eben nahtlos in dieses Digipack einfügen mit demselben Bild unterhalb und auf der Disc. Das passt einfach großartig zusammen. Und zu guter Letzt hier dann die letzte Disc und das Täschchen mit dem sonstigen Bonus, da ist in dem Fall natürlich erwähnenswert, dass es auch bei diesen Releases hier ein Booklet mit ein paar Informationen zu den einzelnen Folgen gibt. Wie gesagt, wer die Staffel noch nicht gesehen hat, sollte hier vor allem bei den späteren Folgen nicht mitlesen, weil natürlich auch hier Spoiler enthalten sind. Aber nachdem wir vorher gerade eben drüber geredet haben, was uns Fox hier für Serienmeisterwerke serviert hat. Ja, ich habe von Akte X und von Millennium dann leider einfach immer nur die Neuauflagen dann noch in diesem Alpha-Case, aber es gab eben auch Buffy. Die ersten Staffeln von den Simpsons sahen einfach großartig aus auf DVD. Das sind wirklich Dinge, wo man sagt, selbst wenn die Discs an sich irgendwann einmal nicht mehr leben sollten, das ist etwas, das kann man trotzdem in der Sammlung behalten, denn das ist einfach, finde ich, wirklich ein designtechnisches Kunstwerk und demnach irgendwie ein Must-Have im Regal von jedem Serienfan. Wenn einem Leute vom härtesten Tag in ihrem ganzen Leben erzählen, dann hört man natürlich aufmerksam zu. In erster Linie aber nur, um an den passenden Stellen mit kleinen Etzels Verbesserungsvorschlägen oder im allergemütlichsten Fall Witzen für zusätzliche Irritationen zu sorgen. Aber trotzdem wünscht man den Leuten insgeheim, dass wenn sie vom schlimmsten Tag ihres ganzen Lebens reden, dass man quasi von diesem in der Einzahl sprechen kann. Also es bleibt bei einem. Manche Leute haben dieses Glück allerdings nicht unbedingt. Jack Bauer hatte bereits vor einigen Jahren den härtesten Tag in seinem Leben, an den er sich wahrscheinlich mittlerweile zurückdenkt, als wäre das ein Urlaub in der Karibik, wo er gemütlich am Strand liegt und Margaritas schlürft. Nein, schon zum mittlerweile 6. Mal muss Jack Bauer mit einem wirklich, also unglaublich, unerträglich kitschig patriotischen Hurra-Amerika-Cover auf diesem DVD-Digipack ausrücken, um die Welt, also Amerika, vor der Vernichtung zu befreien. Dabei muss man übrigens sagen, dass ich mich wirklich immer wundere. Wenn ich eine Serie wie 24 sehe, dann merkt man natürlich, dass komischerweise immer das Gleiche passiert, dass es immer wieder irgendwelche Maulwürfe gibt und sonst was. Aber ein Gedanke, den ich bei der Durchsicht der Serie immer wieder hatte, war: Was machen die eigentlich sonst? Also, man kennt mehr oder weniger immer nur dieses Szenario, dass sie sich von Maulwurf zu Maulwurf, von Riesenanschlag zu Riesenanschlag handeln, aber dass das halt offensichtlich immer genau einmal im Jahr passt. Zufällig dann, wenn gerade das Fernsehteam von Fox mit dabei ist. Aber was ist so ein typischer CTU-Alltag? Wie lang ist eigentlich die Mittagspause einer Chloe O'Brien? Und schaut sie eigentlich auch, wenn ihr das Essen schmeckt, so drein? Als hätte sie gerade in eine Zitrone gebissen. Fragen über Fragen, und ich weiß, auch in der 8. Staffel wird einem darauf niemand eine Antwort sagen. Vor allem, weil Jack Bauer dann irgendwann einmal später auch noch mit draufkommen muss, dass auch seine eigene Familie womöglich, ich sage jetzt einfach einmal dezent, fragwürdig ist, um hier an der Stelle nicht wirklich mehr zu spoilern. Aber auch die 6. Staffel von 24 ist in meinen Augen absolut großartig, auch wenn dieses Cover-Artwork mir beim Anschauen schon fast wirklich Schmerzen bereitet. Trotzdem ganz schön, wie das hier über den Spine auch noch weiter und auf das Backcover übergeht. Wir bekommen dann hier auf dem
Auf der Rückseite noch ein paar weitere Informationen. Es gibt hier die Inhaltsangabe, die Informationen zum Bonusmaterial und so weiter. Peter McNichol ist ja auch mit dabei, den ich eigentlich sonst nur kenne, als denjenigen, der von den Eskapaden von Mr. Bean mehr als nur genervt ist. Aber werfen wir einmal einen Blick auf das eigentliche Digipack, das ja auch wie bei dieser Serie üblich wahnsinnig dick ist und aus wahnsinnig vielen im Vergleich dazu wirkt ja das Cover-Artwork fast noch subtil. Keine Ahnung, ob das Kiefer Sutherland auf seiner neuesten Country-Musik-Tournee ist. Mich würde es ehrlich gesagt wirklich nicht wundern, wenn dort ein Instrument tatsächlich die 9mm ist. Aber sieht auf jeden Fall absolut großartig aus. Auch hier dann der Groupshot auf der linken Seite, wobei ich es persönlich natürlich irgendwie noch geiler gefunden hätte, wenn dieser Groupshot dann auch noch auf ein paar weitere Flügel übergeht. Man merkt vor allem allerdings auch bei diesem Groupshot, nämlich im Vergleich zu den anderen Bildern, dass der in ein bisschen schwächerer Qualität vorliegt. Das enttäuscht irgendwie fast für einen absoluten High-Profile-Release von 20th Century Fox. Aber hier auf der rechten Serie, ach so, vielleicht wenn man das Digipack so aufklappt, wie es quasi aufzuklappen ist, hat man dann hier, oh, sogar mit Jack Bauer in der Mitte. Das ist natürlich eben auch eine geile Sache. Ich habe es einfach halt der Einfachheit halber in einer anderen Art und Weise aufgeklappt. Aber so macht dieser Groupshot natürlich auch wirklich eine Menge her. Muss man dem Creative Team von Fox an dieser Stelle lassen. Dabei eben Chloe und ihr Mann, beziehungsweise die zwei Präsidentschafts, ich kann einmal sagen Appendices, und wir wechseln ins Innere, wo dieses Mal interessanterweise Fox vom eigenen System komplett abgewichen ist, das man eben bei den früheren Staffeln auch bei 24 noch gemacht hat, dass eben das Innendesign, ich meine, ja, es ist, sagen wir mal, ein grundsätzlich durchgehendes, wobei sich halt das durchgehende Element einfach nur auf verschiedene Striche konzentriert, wobei man, nein, tatsächlich auch hier dieselben Design-Elemente auf und unterhalb der Disc verwendet, das aber eben dieses Disc-Design dann doch grundsätzlich, vor allem mit seiner teilweise sogar fast einer Art Negativ-Effekt vom restlichen Design abweicht und sich dadurch eben deutlich mehr hervorhebt. Was ich in dem Fall spannend finde, ist, von dieser sechsten Staffel von 24 gibt es zwei verschiedene Boxen. Es gibt nämlich auch eine Amazon-exklusive Edition, bei der noch ein Comic namens Stufen mit dabei ist, der allerdings eben, also in meiner Version nicht dabei ist. Das heißt, ich habe hier das Standard Digipack, wobei bei den Amazon-exklusiven Sachen habe ich ja auch schon ganz Wildes erlebt, dass diese Sachen dann teilweise eben einfach nur irgendwie dabei sind, im besten Fall noch mit einfoliert oder sonst was, aber natürlich es keine eigene neue Verpackung dafür gibt, wo das dann integriert ist. Nichts lesen übrigens an diejenigen, die keine Spoiler wollen, weil natürlich bei den späteren Folgen auch ein bisschen etwas abzulesen ist. Er ist ja wirklich ein absoluter Wahnsinniger. Immer wieder, wenn ich diesen Präsidenten gesehen habe, vor allem die Stimme von Mads Lucchesi und von Horatio Caine ist ein bisschen seltsam auf ihn. Aber er hat irgendwie eine komische Art, wo ich mir nie sicher war, ob das absolut geschickt gespielt ist oder einfach nur schlecht gespielt ist. Aber Gregory Itzin, der den Präsidenten spielt, hat sonst eigentlich nie wirklich irgendwas gespielt, weswegen ich glaube, dass es in dem Fall vielleicht eher Ersteres war. Aber war auf jeden Fall zwar womöglich nicht mehr die beste Staffel aus der glorreichen Zeit von 24, aber immer noch eine, die ich sehr, sehr mochte. Gut, ich mochte die Serie bis zum Ende. Und eine, wo ich mich freue, dass ich jetzt hier das Digipack in meiner Sammlung habe. Wusstet ihr, dass ein Ausbruch aus einem Gefängnis grundsätzlich straffrei ist? Ja, für quasi den menschennatürlichen Drang nach Freiheit kann man nach diversen, ich glaube vor allem amerikanischen Gesetzen, eigentlich nicht belangt werden. Gut, zugegeben, das inkludiert nur das Gefängnisausbrechen per se. Die 20 Leute, die man währenddessen mit der AK-47 niederbölzt, sind da natürlich nicht inkludiert. Also man wird dann am Ende trotzdem weiter verknackt für die Zahl
zahlreichen Zerstörungen und Morde und Explosionen und niedergebrannten Gebäude. Aber dieser eine Punkt des Ausbruchs, der ist straffrei. Finde ich relativ witzig, sollte man vor allem den Leuten erzählen, die vor Alcatraz ersoffen sind. Aber Prison Break ist definitiv eine ganz besondere amerikanische Serie und eine, von der ich mittlerweile wirklich wahnsinnig viel Gutes gehört habe. Ich habe von dieser Serie ja tatsächlich auch schon zahlreiche Editionen in meiner Sammlung. Hier eben beispielsweise die erste Staffel aus Amerika auf DVD. Übrigens wahnsinnig interessant hier. Als Double Slim Cases noch abgepackt, beziehungsweise, ja, schauen wir es einfach einmal durch, beziehungsweise dann daneben als britische Slim Cases die zweite Staffel, dann von der dritten Staffel bis Deppert ist das ein Fleck am Teppich, Moment mal. Von der dritten Staffel die amerikanische Blu-ray und von der vierten Staffel dann die deutsche Blu-ray. Da wollte auf jeden Fall auch irgendwas aus mir ausbrechen, waren wahrscheinlich dann eben immer die Editionen, die es am billigsten gegeben hat, beziehungsweise bilde ich mir sogar ein, dass ich diesen Fleckerlteppich eben irgendwo kollektiv günstig im Privatverkauf bekommen habe. Wahrscheinlich, weil derjenige, der sie abgegeben hat, auf eine einheitliche Edition gewechselt ist. Aber dabei ist interessant, und von dieser Edition habe ich bislang wirklich noch gar nichts gehört gehabt, dass es natürlich in Deutschland, so wie bei vielen anderen Serien von 20th Century Fox auch üblich, hoppala, übrigens bei der dritten Staffel aus Amerika setzt hier dann schon der, also ganz leichte Discrot ein, dass es natürlich die ersten Staffeln von dieser Serie bei uns als Digipack gab und eben nicht nur als Slim Keep Cases im Schuber, so wie teilweise scheinbar bei anderen, in anderen Ländern insgesamt. Es gibt ja mittlerweile sogar auch schon eine fünfte Staffel von Prison Break. Aber wenn ich da schaue, die ersten Staffeln sind allesamt noch im Digipack veröffentlicht worden und die fünfte Staffel, die ja dann eben erst im Jahr 2017 nachgereicht wurde, da gab es dann nur mehr Slim, also nur mehr Keep Cases. Leider. Sehr schade, dass Fox da nicht auch auf die komplette Geschichte geachtet hat. Aber ich habe trotzdem nicht umhin können, um bei dieser Serie dann ein spezielles Digipack zu holen, denn zum Release von der zweiten Staffel gab es dann noch eine Schuberbox, wo die Standard-Digipacks der ersten beiden Staffeln noch mit einer Bonus-Disc mit eingepackt waren. Ich habe dieses Set übrigens jetzt im Jahr 2024 um gemütliche 3 Euro bekommen und mir eben gedacht, obwohl ich die Staffeln bereits habe, gut, ich habe die Staffeln eben nicht mit deutschem Ton, ich weiß aber, dass es sie auch in High Definition auf Blu-ray gibt, aber da kann man womöglich trotzdem eine Ausnahme machen und sich das noch einmal in die Sammlung stellen. Es gibt hier auf dem Backcover natürlich die paar Informationen rund ums Bonus, rund um die beiden Staffeln, beziehungsweise dann natürlich eben auch ums Bonusmaterial. Aber was ich eben spannend finde, ist, dass die Digipacks der Serie selbst natürlich absolut identisch sind mit den einzelnen Editionen. Dabei hat Fox natürlich auch bei dieser Serie international immer die gleichen Artworks verwendet. Interessant finde ich nur, dass das bei der deutschen Staffel irgendwie ein bisschen schärfer rüberkommt, sieht man vor allem bei seinem Bart. Gut, das könnte auch ein bisschen dran liegen, vielleicht war das amerikanische hier ein bisschen mehr der Sonne ausgesetzt. Aber finde ich durchaus spannend, dass das hier so einen Unterschied macht. Aber dass natürlich eben das deutsche Digipack, der deutsche Release eben als Digipack daherkam. Da mag ich die typischen Designs. In dem Fall übrigens ein mattes Digipack und kein hochglänzendes, wie es eben beispielsweise bei 24 beziehungsweise bei den anderen Fox-Serien war. Und im Inneren dann eben nicht eine Lasche pro Disc, sondern eben immer 2 Discs, die hier so versetzt übereinander liegen für die insgesamt eben 22 Folgen von dieser ersten Staffel. Dabei ein kurzer Kontrollblick
In meinem Fall netterweise zumindest kein Discrot, kein Schleier, kein sonst was zu erkennen. Wir haben hier natürlich dann das durchgehende Innenartwork mit dieser Gefängniszelle ganz kurz exemplarisch da noch einmal hineingeschaut. Was finde ich ein sehr schönes, passendes Setting ist. Ich mag auch die Art, wie auf den Discs so quasi generell ein bisschen diese Schwarz-Weiß-Optik daherkommt. Eben einer der beiden Hauptcharaktere auf der linken Seite, das ist dann da noch ein Booklet gibt mit eben den Informationen rund um die Staffel bzw. die enthaltenen Folgen sowie die Szenenauswahl. Gut, Szenenauswahl ist jetzt meistens nicht unbedingt immer der spannendste Teil von diesen Informationen, aber dann eben die zweite Staffel, wo ich ja hier eben die Version aus England hatte, auch in einer anderen Version hier grundsätzlich das gleiche Design, nur dass man in England eben unten noch diese kleinen Szenenbilder dazugefügt hat. Finde ich interessant, dass das Fox offensichtlich in England bei mehreren von ihren Serien gemacht hat, weil ja auch bei 24 eher so die einzelnen Szenenbilder-Cover in England verwendet wurden und international, also in Deutschland und Amerika, eigentlich mehr so vollformatige Cover, die finde ich auch wesentlich mehr Atmosphäre haben. Aber auch hier quasi einfach nur um- und re-gepackt die beiden Digipacks von den ersten beiden Staffeln, also eben auch Staffel 2, identisch mit dem, was man sonst noch extra bekommen kann. Auch hier natürlich die gleichen Design, also das gleiche, der gleiche Design-Stil, den wir auch hier haben. Aber nicht zwangsläufig, doch das Bild ist dann hier, da kommen wir gleich dazu, schon die gleichen Bildelemente teilweise, die wir auf den einzelnen Dingen haben, aber nicht alle doch, nein, doch nicht alle, wie auf den Slim Cases, auch das durchaus interessant. Aber auch hier eben das Digipack nur aus 4 Seiten bestehend, wobei eben 3 Seiten grundsätzlich einfach nur so diesen klassischen Farbverlauf eben haben. Es ist eigentlich so mehr dieser Anime-Verwisch-Effekt. Und die entsprechenden Disc-Designs passend eben dazu auch einheitlich gemacht, wobei mich da an der Stelle interessieren würde, wie denn die Discs hier in England ausgesehen haben. Ja, das sind die gleichen Artworks. Oder nehmen wir die 5er Disc auch noch einmal her, dann haben wir es direkt, genau, gleiche Disc, gleiches Artwork, logischerweise. Aber was es eben bei dem deutschen Digipack noch gibt, was es hier zum Beispiel bei dieser britischen Box nicht gab, wobei ich jetzt an der Stelle gar nicht weiß, ob das vielleicht nur eine Zweitauflage ist, ob es da nicht vielleicht auch irgendwo zumindest limitiert vielleicht eine andere, bessere Version auch gegeben hätte. Aber das ist das Booklet mit den Episodeninformationen, auch eben mit den Details, was es an Bonusmaterial hier gibt. Aber apropos Bonusmaterial, das bringt mich eben zum Hauptpunkt von dieser Box. Irgendwie ganz ein absurdes Szenario eigentlich, in einer limitierten DVD-Box nach 2 Digipacks dann plötzlich einfach zusätzlich eingepackt ein Standard-Keepcase zu haben. Da merkt man eben einfach, ach ja, und dass das andere Artwork, das hier bei der britischen Box schon auf den Discs verwendet wurde. Da merkt man natürlich, dass das einfach wirklich nur ein absoluter Appendix ist hier mit diesem Bonusmaterial, eben offensichtlich vielleicht irgendwie exklusiv für irgendwas, steht allerdings nirgendwo dabei. Auf jeden Fall eine Bonus-Disc passend zur zweiten Staffel, allerdings nicht eingearbeitet in die zweite Staffel, da hätte man ja ein neues Digipack erstellen müssen, sondern einfach nur hier irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes zusammenbudert und zusammengeschraubt eigentlich, ist das irgendwie durchaus drollig, wie vor allem nämlich durch die unterschiedliche Verpackungstiefe diese Emery hier ein kleines bisschen untergeht in dem Schub. Es wirkt ein kleines bisschen unbeholfen, aber wie gesagt, wenn man das Ganze jetzt zu einem günstigen Preis bekommt, dann ist es auf jeden Fall eine veritable Möglichkeit, um die ersten beiden Staffeln von dieser Serie in einem zugegebenermaßen etwas skurrilen Kontext in seine Sammlung aufzunehmen.
Und damit würde ich sagen, wir erhöhen etwas die Auflösung, also nicht von dem Video, wir sind ja jetzt quasi die ganze Zeit schon in 4K, aber damit wir uns jetzt einmal hier beschäftigen können mit den nächsten Titeln, die ich dann neu in meine Sammlung geholt habe, eben beim großen Ostersale, entweder bei Amazon Deutschland oder Italien, gab es ein paar 4K Steelbooks bzw. eben 4K Mediabooks und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, was wir da noch alles entdecken können. Die österreichische Kultband STS hat in ihrem Meisterwerk Fürstenfeld bereits vor Jahrzehnten mal gesungen: Da geh ich gestern ins U4, fangt der Dirndl an zum Rehen mit mir, schwarze Lippen, grüne Haar, da kannst ja Angst kriegen, wirklich wahr. Und das ist eine Erfahrung, die kann ich definitiv nachvollziehen. Gut, es waren jetzt keine schwarzen Lippen, sondern blaue Lippen, außerdem eher so schiefstehende Zähne und eine Intonation jenseits von Gut und Böse. Aber es war auch nicht einmal im oder in der U4, es war im Fernsehen. Und wir reden nicht von irgendeinem Meth-Junkie, sondern von Bruce Payne in Dungeons and Dragons, der Verfilmung, die unter Dungeons and Dragons Fans gerne bezeichnet wird als die Beschissene. Aber glücklicherweise war das nicht das Ende aller Tage für die Verliese und Drachen. Nein, auch das, was der Eddie Murphy Esel in Shrek angestellt hat, war nicht quasi das Ende der Ära dieser großartigen und in Skyrim wieder auflebenden und wieder auflebenden und wieder auflebenden und wieder auflebenden und könnte Bethesda vielleicht irgendwann einmal noch ein anderes Spiel veröffentlichen. Lebewesen. Auf jeden Fall gab es im Jahr 2023 eine neue Dungeons and Dragons Verfilmung unter dem Titel Honor Among Thieves oder eben auch Ehre unter Dieben, kam ein Film in die Kinos, der unerwarteterweise tatsächlich gar nicht mal so schlecht war. Den fanden Fans der Vorlage, aber vor allem natürlich auch einfach Fans unterhaltsamer, dynamischer Fantasy-Action-Streifen unterhaltsam mit Chris Pine und Michelle Rodriguez in den Hauptrollen. Außerdem lustigerweise noch Hugh Grant in einer Nebenrolle. War das ein Film, der international durchaus Erfolge gefeiert hat, der auch hierzulande als limitiertes 4K UHD Steelbook erschienen ist, wobei diese Edition beim deutschen Amazonas mittlerweile ausverkauft ist und, sagen wir mal, immer noch für moderate 44 € zum Zeitpunkt von diesem Video zu bekommen ist. Aber wer da vielleicht ein bisschen weniger Geld löhnen möchte, der könnte einen kleinen Blick nach Italien werfen, denn bei Amazon Italien gab es eine nette Osterüberraschung, nämlich das 4K UHD Steelbook von Dungeons and Dragons und ich zitiere das in dem Fall in der Intonation von Bruce Payne aus dem Original Dungeons and Dragons Film: 11,50 €! Ja, 11,50 € für ein 4K-Steelbook. Wobei, wenn wir hier dann eben noch mal einen kurzen Blick auf die technischen Details werfen, dann ist hier auch interessanterweise allerdings kein deutscher Ton angegeben. Das wäre womöglich vielleicht für den ein oder anderen etwas ein Hindernis. Es kann allerdings natürlich auch sein, dass es sich hierbei um einen Fehler handelt. Das müsste man in dem Fall recherchieren. Leider steht das in der OFDB gerade nicht griffbereit. Nein, es wird wahrscheinlich stimmen, weil hier ist italienischer, französischer, spanischer und portugiesischer Ton drauf, den es bei der deutschen Auflage nicht gibt. Also ja, es ist ein 4K-Steelbook ohne deutschen Ton auf beiden Discs, aber für diejenigen, die den Film halt im Original sehen wollen und dafür ein Viertel dafür bezahlen, ist das trotzdem eine nette Sache. Vor allem das Steelbook an sich ist natürlich das gleiche, das wir auch bei uns bekommen hier mit dem partiellen Spotlight, der eben hier auf diesem Drachensymbol ist, beziehungsweise natürlich eben auch auf dem Titelschriftzug. Dabei sehen wir unten nur die Schattenrisse und Silhouetten von den Hauptcharakteren und wir haben natürlich eben auch in diesem Drachen, finde ich sehr schön gemacht mit dieser gelben Färbung hier, einen metallischen Steelbook-Effekt, so dass dieses Feuer so richtig zu leuchten beginnt, wenn man das gegen das Licht bewegt. Das ist einfach ein toll inszeniertes Steelbook-Artwork. Das finde ich wirklich mit diesem
Metallic-Effekt, beziehungsweise eben auch mit diesem partiellen Spotlight finde ich eigentlich das Maximum hier aus diesem Artwork rausholt, das mich finde ich auch sehr schön ist. Und wieder mal ein Beispiel dafür ist, dass Paramount bei den Steelbook Artworks auch eines der Labels ist, die nicht einfach nur irgendein Standard 0815 Design abliefern, sondern die sich da auch wirklich Mühe geben für individuelle, einzigartige Designs für ihre Titel. Auch partieller Spotlack auf dem Spine, beziehungsweise gut, ein Und-Zeichen auf dem Backcover. Das ist jetzt nichts, was ich so als absolut beeindruckend bezeichnen würde. Gut, es ist sogar mit partiellem Spotlack, aber trotzdem mehr oder weniger 5% von der gesamten Designfläche hier auf dem Backcover letzten Endes bedruckt. Das hätte man vielleicht ein bisschen größer machen können. Ich meine, auf der einen Seite schaut's auch ein bisschen so aus wie ein Drache, der gerade versucht, sich selber am Arsch zu lecken. So wie eine Katze, die gerade drauf und dran ist, sich selbst zu putzen. Was zum Teufel geht eigentlich durch den Kopf von irgendwelchen Steelbook-Designern, wenn sie so ein Artwork abliefern. Das finde ich extrem schade. Da hätte man nach dem speziellen Frontcover-Artwork schon vielleicht auch für das Backcover noch, sagen wir, 3 Minuten mehr Zeit investieren können. Dann wäre... Aha. Interessant. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, nachdem, wie gesagt, Tedesco hier nicht mitgelistet ist, beziehungsweise auch in der UFDB das komplett anders rüberkommt. Also auch diese Information sehe ich jetzt hier ein bisschen mit einem Grain of Salt, aber es ist das FSK-Logo drauf. Das heißt, ich würde fast mit deutschem Ton rechnen auf beiden Discs und das passt irgendwie nicht zu den technischen Details hinten auf dem Zettel. Dafür hat man sich allerdings bei Paramount wieder mal sehr viel Mühe hier gegeben beim Innendesign. Das ist, finde ich, was absolut Großartiges, nämlich ein wunderschön individuell gestaltetes Bild. Gut, wir verwenden quasi das Drachenmotiv vom Frontcover hier einfach 1:1 wieder. Da hat Paramount wohl eher gehofft, dass das nicht auffällt. Nein, keine Chance, es fällt auf. Aber finde ich sehr schön, das Ganze erinnert mich natürlich auch an die klassische Szene vom König der Löwen, beziehungsweise eben sehr schön, wie dieses Motiv natürlich überwiegend sich auf der linken Seite von diesem Bild abspielt, weil natürlich auf der rechten Seite eben grundsätzlich die Discs eingelegt sind und damit das Motiv eigentlich nahezu vollständig erhalten bleibt und zu sehen ist, auch wenn die Discs auf der rechten Seite eben eingelegt sind. Das ist in meinen Augen ein relativ kluger Kniff und eine relativ coole Geschichte. Innen macht das Steelbook auf jeden Fall etwas her. Außen finde ich es vorne recht gelungen, aber mit dem Design auf der Rückseite hat man sich auf jeden Fall in dem Fall nicht mit Ruhm bekleckert. Da würde ich mir tatsächlich auch ein bisschen mehr wünschen von den Labels und Designern. Aber grundsätzlich finde ich, vor allem für 11,50 Euro, ist das ein wirklich gelungener Release. Charlie staubt Millionen ab. Gut, trifft natürlich zu auf Charlie Sheen noch in den ersten Staffeln von Two and a Half Men, beziehungsweise war eigentlich mein erster Gedanke, warte mal, Charlie staubt Millionen ab. Ich kann mich in der österreichischen Politik an niemanden namens Charlie erinnern. Aber nein, in diesem Fall ist es natürlich ein anderer Charlie im Original gespielt, absolut großartig von Michael Caine, beziehungsweise dann im Remake übernommen von Mark Wahlberg, der hier quasi die Leitung übernommen hat im Jahr 2003 unter der Regie von F. Gary Gray bei dem Film The Italian Job. Ein Film, wo wir eben in anderen Rollen dann auch noch Charlize Theron, Edward Norton, beziehungsweise auch Donald Sutherland oder Jason Statham sehen, haben wir eben unter der Regie von F. Gary Gray, den wir beispielsweise auch kennen, als Regisseur von Dinge wie Verhandlungssache von Friday, Set It Off, Extreme Rage, Be Cool, Gesetz der Rache, Straight Outta Compton, Fast and Furious 8 oder auch Man in Black International. Da sind einige wirklich tolle Filme unter seiner Regie entstanden. The Italian Job ist auf jeden Fall eines von den Remakes, von denen ich jetzt ehrlich gesagt kaum mehr eine Ahnung habe. Ich habe diesen Film vor Ewigkeiten gesehen, als er irgendwann im Fernsehen gelaufen ist. Glaube auch, dass er eher das
den Ruf hat, kein besonders gutes Remake zu sein, aber ich denke mir gerade diese Kombination von Aussagen in Bezug darauf, dass ich außerdem auch noch keine Blu-ray oder sonstige DVD überhaupt von diesem Film in meiner Sammlung habe, das hat mich dazu motiviert, an diesem Missstand etwas zu ändern. Vor allem nachdem beim Ostersale 2024 in England, in Italien, Verzeihung, dieser Film relativ günstig angeboten wurde, nämlich als brandneues, limitiertes 4K UHD-Steelbook. Dabei erscheint der Film hier in Italien über Paramount, wohingegen offensichtlich im deutschsprachigen Raum noch Concord Home Entertainment die Rechte an diesem Titel hält, was auch mit bedeutet, wir können ja da mal einen Blick auch auf die Discs werfen, dass logischerweise hier kein FSK-Logo auf uns wartet und auch eben die italienischen 4Ks und Blu-Rays von The Italian Job keinen deutschen Ton bieten. Dafür bekommen wir hier quasi grundsätzlich ein Artwork, das wir allerdings von diesem Film schon relativ gut kennen. Das damals, wenn mich nicht alles täuscht, auch mit eines der Kinoplakate war, zumindest ansatzweise diese Stricheln und so weiter kennen wir. Das deutsche Artwork war immer noch ein kleines bisschen anders, aber ich mag diese Darstellung, ich mag vor allem die Schärfe von der Darstellung dieses Motivs, ich mag auch, dass das Paramount hier ebenfalls wieder mit partiellem Spotlight gearbeitet hat, eben bei den gelben Linien, der auch wirklich schön ausläuft hier bei diesem ausläufenden Strich hier zum Beispiel auf der linken Seite und diese Aussetzer recht gut mitmacht. Beim Titel, dass das Motiv vielleicht eben auch ein bisschen eher verhalten ist, aber wenn eben hier so Jason Statham oder Seth Green hier ganz, ganz klein irgendwie noch ins Bild grinsen, mehr oder weniger von außen, ist es trotzdem ein schön scharf gedrucktes, kräftiges Motiv, das keinerlei metallischen Steelbook-Effekten nützt, aber dafür halt eben, finde ich, einen schönen Kontrast hat und eben auch eine gute Farbwiedergabe. Wir sehen dann hier auf dem Backcover ein bisschen eine andere Inszenierung hier bei den Autos. Haben wir, bei mir hier vor allem ein paar Dellen, bei den Autos haben wir hier den metallischen Steelbook-Effekt, sehr schön auch bei den metallischen Elementen, bei den Scheinwerfern insbesondere, bei den Windschutzscheiben ein bisschen weniger, so dass die eben auch ein bisschen separiert wirken, das gefällt mir hier sehr gut dazu, dann eben auch noch in diesem schwarzen Streifen hier, die gelb geschriebenen Texte mit dem Partial Spotlight überzogen. Das ist eine schöne Sache eigentlich, das ist recht clever und gut gestaltet. Dabei können wir eben den Blick ins Innere werfen, die Blu-Ray standardmäßig hier mit dem einfachen Design, die 4K UHD in schwarz gehalten, auch mit dem sehr einfachen Design und einfärbig. Aber auch hier ein Element, das man quasi kennt, das sind mehr oder weniger Bildelemente, die eben zum Beispiel auch auf dem deutschen Poster verwendet werden, hier dann allerdings eben unterbrochen von den weißen Strichen und komplett anders angeordnet. Aber das ist, finde ich, auch für das Innendesign von diesem 4K-Steelbook eine recht nette Sache. Und schön inszeniert, eigentlich passend zum Film, passend zum Design. Hier dann eben noch einmal der Blick auch auf die beiliegende Backcover-Karte, wo eben auch zu lesen ist, dass es hier keinen deutschen Ton mit drauf gibt. Auf jeden Fall ein recht cooler Release, einer, auf den ich durchaus gespannt bin, dem Film einmal eine Chance zu geben. Und schön verpackt. Die unter Filmfans am öftesten gestellte Frage ist wahrscheinlich, ist es das wirklich wert? Ironischerweise eine Frage, die wir Filmfans uns tagtäglich stellen und Will Smith definitiv einmal zu selten. Dabei ist übrigens der Will Smith-Film Gemini Man einer der, wo ich mir diese Frage am lautesten gestellt habe. Normalerweise diskutiere ich hier auf YouTube auf meinem Kanal nicht über Preise, weil ich einfach finde, dass die Antwort auf die Frage, ist es das wirklich wert, keine ultimative ist, sondern eine individuelle. Eine, die halt von den persönlichen Vorlieben und Einschätzungen abhängig ist und die ich nicht für irgendjemand anderen beantworten kann. Aber ich glaube, im Fall bei der Paramount Steelbook-Veröffentlichung von Gemini Man mit dem Film als 4K Blu-ray und Blu-ray 3D zum Preis von okkasionsverdächtigen 60 Euro damals, war diese Frage für mich gar nicht mal so schwer zu beantworten und ich holte mir bei Zavi irgendeine Standard 4K M-Ray, wobei
Bei dieser Version übrigens, die wir uns an der Stelle vielleicht auch ganz kurz einmal anschauen können, kein deutscher Ton mit dabei zu sein scheint. Was natürlich ein bisschen schade ist. Außerdem gibt es dafür halt zwar ein anderes Cover-Artwork, das ich persönlich eigentlich auch gar nicht so schlecht finde, aber eben nur die Standardfassungen und logischerweise vor allem keine 3D-Blu-ray, weil die Filmindustrie und die Studios ja dieses Format wirklich mit Hingabe ehrfürchtigst selbstständig zerstört haben. Aber mittlerweile dürfte ich nicht der Einzige gewesen sein, der bei Gemini Man nicht zum klassischen Steelbook gegriffen hat, denn der Preis von eben jenem ist auch deutlich im Keller. Mittlerweile gibt es das bei Amazon statt eben um 60 schon standardmäßig, vielleicht teilweise um 35 Euro oder zum Ostersale 2024 haben sie es um sage und schreibe 20 Euro im Angebot gehabt und da dachte ich mir dann, okay, dann schlagst du halt noch einmal zu. Ich bin ja auch noch einer von dieser letzten Bastion, die tatsächlich noch einen 3D-fähigen Fernseher zu Hause haben, den aber, so wie wahrscheinlich jeder andere, der das hat, in den letzten 15 Jahren kein einziges Mal verwendet hat. Aber trotzdem dachte ich mir hier noch dieses Teil für die Sammlung, vor allem eben auch der Film mit dem deutschen Ton, das kann einem diese paar Euronen schon noch wert sein. Dabei werfen wir eben hier einen Blick auf das Backcover, das interessanterweise eigentlich 1:1 identisch ist mit der britischen Auflage, wobei das Design eben hier in Deutschland noch ein bisschen genauer an den Standard, den wir hier von Paramount gewohnt sind, angepasst wurde. Der Film ist ja quasi eine Zusammenarbeit zwischen Paramount und Universal Pictures, interessanterweise. Dabei interessant hier auch ein zusätzlich aufgeklebter Ehrencode-Sticker, was allerdings in dem Fall offensichtlich nicht auf eine Retoure hindeutet, wie wenn das normalerweise so ist, sondern auch im Backcover-Scan bei der OFDB so eingetragen ist. Jetzt werfen wir da mal einen Blick auf das Steelbook selbst, das übrigens ein bisschen gezeichnet ist dadurch, dass es eben bereits im Februar 2020 erschienen ist, denn von diesem unteren runden Sticker bleiben bei mir hier ziemlich massive Spuren einmal auf dem Steelbook zurück. Ich weiß, man kann sie relativ leicht entfernen. Außerdem muss man aufpassen, das ist hier ein perforierter runder Sticker, der, wenn man nicht ganz genau aufpasst, einem auch wirklich schnell in seine einzelnen Teile zerreißt. Vor allem hier oben muss ich jetzt gerade ein bisschen aufpassen, weil ich das Ganze gerne eigentlich so dran lassen möchte, weil ich auch diese Papierfetzen ein bisschen als Staub- und Kratzschutz sehe und natürlich ist mir jetzt der obere Sticker abgerissen, während ich das gesagt habe. Das passt natürlich absolut perfekt wie die quasi Sticker-Faust aufs Auge. Anyways, apropos Faust aufs Auge. Will Smith sehen wir hier auf diesem Cover-Artwork gleich zweimal in älterer und jüngerer Version, was finde ich eigentlich relativ nett aussieht. Dabei handelt es sich um ein Steelbook, das eben hier bei diesem silbernen Rahmen natürlich geschickt auf den metallischen Effekt setzt. Es ist ein grundsätzlich Full-Gloss-Steelbook, das eben hier auf der rechten Seite den metallischen Steelbook-Effekt noch durchlässt, das allerdings hier bei dem eigentlichen Motiv komplett weiß grundiert ist und eben keinen metallischen Effekt liefert, was allerdings, finde ich, auch den Kontrast hier ganz nett befeuert, auch wenn ich persönlich eher der Fan von matten Steelbooks bin. Dazu gibt es eben dieses Dualitätensystem auch auf dem Backcover hier, finde ich allerdings noch schöner gemacht, weil eben noch mit zusätzlichen Elementen durchzeichnet, hier auf der unteren Seite eben wieder im Hintergrund sehr schön diesen metallischen silbernen Effekt und darauf eben den jungen Will Smith, beziehungsweise oben dann den älteren Will Smith, der allerdings auch im Hintergrund noch ein bisschen intensivere Farbgebung, eben mehr Blautöne hat, aber der hier ebenfalls von diesem metallischen Steelbook-Effekt profitiert. Die Fetzen da links, diese Spuren sind nicht von mir, die waren schon beim Original auspacken. Aber das ist irgendwie ein relativ cooles System, das eben auch hier den Vorder- und Hintergrund schön voneinander abtrennt und damit finde ich auch hier ein gelungenes Gesamtbild liefert. Wir können jetzt dann einmal hier ins Innere blicken. Da wartet auf uns natürlich gleich ein Trio an Discs, hier auf der einen Seite links die 4K UHD, auf der rechten Seite dann eben die 3D Blu-ray beziehungsweise eben die Standard
2D-Fassung dabei. Würde mich an der Stelle eben interessieren, in welcher Version der Film damals aufgezeichnet wurde, 2019 eben von Regisseur Ang Lee, der ja schon auch ein sehr visueller Regisseur ist und sehr viel Wert auf die Optik seiner Filme legt. Dabei hat er offensichtlich gearbeitet mit einer Arri Alexa SXT-M, mit zahlreichen eben anderen Kameras, wurde teilweise im Arri RAW Codec von 3,2K gearbeitet. Es gibt allerdings auch natives 4K-Material, eben auch in Dual Strip 3D. Also es ist wirklich eine native 4K und eine native 3D-Produktion. Wurde auch über ein Digital Intermediate in 4K weiterverarbeitet. Es gibt sogar gedruckte 60 bzw. sogar 120 Frames pro Sekunde Versionen von diesem Film, was ich auch ziemlich wild finde. Aber er wurde auch wirklich mit eben Arri RAW, HD-Cam und Phantom RAW in 120 FPS tatsächlich verwirklicht und gefilmt. Das ist natürlich auch irgendwie was absolut Wildes. Und deswegen bei diesem Film womöglich ganz besonders spannend hier die technische Brillanz von sämtlichen möglichen HD- und Ultra-HD-Formaten auszunutzen. Deswegen für mich auf jeden Fall den kleinen Aufpreis hier dann wert für dieses Steelbook. Das mir eben auch optisch sehr gut gefällt, da hätte man vielleicht noch eben mit passender gestalteten Discs an sich diesen Gesamteindruck noch etwas erhöhen können. Aber das kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt zum Kritikpunkt machen, weil man das ja mittlerweile weiß, dass das bei sämtlichen Disc-Designs von Paramount so ist. Und ich kann jetzt dann halt hier oben mit dem Sticker ein bisschen anders agieren. Aber ist eine coole Sache und für das Geld, das man jetzt dann eben womöglich bei einer Aktion dafür bezahlt, kann ich die eingangs gestellte Frage, ist es das wirklich wert, zumindest jetzt mit einem ausdrücklichen Ja beantworten. Schau mir in die Augen, Kleines. Ist normalerweise ein Spruch, der eher gefolgt wird von Aussagen wie die anderen Augen. Wobei, in meinem Fall ist es für euch sicherlich auch schwierig, mir in die Augen zu schauen, gemessen an der Tatsache, dass ich, naja, bei diesen Unboxings halt grundsätzlich eher so hinter der Kamera bin. Also machen wir das, was wir hier standardmäßig eher machen und schauen auf die Hände. Großer. Dabei ist, apropos großer, Casablanca definitiv einer der größten Filme aus der Library von Warner Home Video, beziehungsweise einer der einflussreichsten Filme der gesamten Filmgeschichte. Und deswegen wird wohl kaum jemanden überraschen, dass diesem Film im Laufe der letzten Jahrzehnte schon die ein oder andere atemberaubende Veröffentlichung zuteil wurde. Ich habe hier beispielsweise noch aus Blu-ray-Zeiten eine Ultimate Collector's Edition von diesem Film in meiner Sammlung, die eben beispielsweise den Film dann hier auch als schönes, limitiertes Digipack präsentiert mit zahlreichen Goodies und anderen Kleinigkeiten. Absolut wundervoll, aber man muss natürlich in dem Fall ein bisschen mit der Zeit gehen und damit meine ich nicht, dass man die Hälfte aus einem Film wie Casablanca rausschneiden sollte, nein, sondern dass man vielleicht einfach das Film Material noch einmal neu abtasten könnte und diesen Film zumindest eben optisch und visuell an die aktuelle Zeit anpassen. Und damit meine ich in 4K als UHD. Das ist natürlich etwas, das bei selbst bei einem Schwarz-Weiß-Film aus den 1940er Jahren auf jeden Fall einen ganz besonders interessanten Touch gibt. Und deswegen habe ich jetzt auch dabei zugeschlagen, als Warner eben vor einiger Zeit ein 4K-Steelbook von Casablanca veröffentlicht hat. Dabei haben wir es hier mit einem neuartigen Artwork zu tun, mit ein bisschen dieser Schlüsselloch-Optik, die auch natürlich relativ passend ist. Dabei möchte ich allerdings auch einen Blick einmal zuerst auf das Backcover werfen, nachdem es sich eben hier in diesem Fall um das italienische Steelbook handelt. Dabei bekommen wir ein paar Bilder aus dem Film hier geboten, von den Hauptcharakteren, die Inhaltsangabe natürlich auf Italienisch, aber was für uns ganz besonders wichtig ist, das ist
die Tatsache, dass der Film natürlich eben auf der 4K-Disc hier auch in Deutsch enthalten ist, wobei auf der Standard Blu-ray zumindest laut der Backcover-Informationen kein deutscher Ton enthalten sein soll. Wir werfen jetzt dann allerdings eben einen genaueren Blick auf das eigentliche Hauptcover zu diesem Titel und sehen da ein, wie ich finde, recht interessantes Arrangement aus den Hauptcharakteren von dem Film: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid und einige andere auch sind hier zu sehen, wobei Warner, finde ich, dieses Steelbook hier recht schick gestaltet hat. Die Post hat es in meinem Fall nur noch ein bisschen umgestaltet, das werde ich dann noch reklamieren müssen, aber wir sehen hier, finde ich, im Hintergrund sehr schön bei diesem Rahmendesign dann natürlich eben die metallischen Einflüsse, die hier durch das Steelbook sehr schön zur Geltung kommen. Auch mag ich, wie dieser rote Casablanca Titelschriftzug eben durch diesen metallischen Steelbook-Effekt schön zur Geltung kommt, dass das eigentliche Hauptmotiv in diesem Fall allerdings mit der weißen Grundierung gestaltet ist und demnach eben über die anderen Elemente erhaben ist. Das ist, wie ich finde, ein sehr schönes, sehr cooles Motiv. Das finde ich auch sehr gut zu dem Film passt. Und obwohl es sich dabei um ein neu gestaltetes Motiv handelt, eben anders als es das zur DVD-Zeit, ganz besonders teilweise auch bei Warner, aber vor allem bei MGM, um so grauslich modernisierte Artworks handelt, eigentlich finde ich ganz gut zu diesem Film passt. Dabei bekommen wir ein anderes Design, nämlich eben einen Ausschnitt aus dem Backcover-Motiv, dann hier auch eben auf dem Backcover vom Steelbook, das wir ebenfalls mit den gleichen Veredelungseffekten hier verschönert sehen. Auch hier mit dem metallischen Steelbook-Effekt zusätzlich dann natürlich eben auch bei diesem größeren Cast and Crew-Block hier auf der unteren Seite, der, finde ich, aber dadurch recht nett ins Artwork eingearbeitet wurde und eigentlich gar nicht einmal so sehr stört. Ich persönlich mag dieses Design und mag auch dann, wie die Discs an sich gestaltet wurden. Auch die passen, finde ich, von den Farben her ganz gut in das eigentliche Design. Da gibt es nämlich auf der einen Seite die 4K UHD, in dem Fall nur eine zweischichtige UHD 66. Es gibt eine Standard Blu-ray und eben auch noch eine zweite Blu-ray mit Bonusmaterial und eine absolute Schlüsselsequenz natürlich aus dem Film. Ein Bild, das man selbst dann kennen sollte, wenn man den Film selber noch nicht gesehen hat, dass es hier im Inneren gibt, das finde ich auch wirklich in absolut wundervoller Druckqualität hier vorliegt. Das finde ich auch eben von seiner Nutzung der Widescreen quasi und der beiden Flächen im Inneren von dem Steelbook hier auch absolut perfekt gewählt ist. Das ist ein wundervolles Motiv. Das ist generell, wie ich finde, ein absolut wundervoll gestaltetes und aufbereitetes Steelbook, das eben, finde ich, auch diese Modernisierung ein bisschen auf respektvoller Ebene schafft und ohne, finde ich, irgendwie störend modern zu wirken. Das hat wirklich was auch von den klassischen 1940er Jahre Filmplakaten, also durchaus seine Berechtigung auf dem neuen 4K-Steelbook, das, wie ich finde, optisch eben von Warner recht nett aufbereitet wurde. Wenn man an Samurai-Filme denkt, dann denkt man natürlich in erster Linie an den Meister der Samurai-Filme, an Akira Kurosawa. Jemand, der wahrscheinlich auf der eigenen Gedankenliste relativ weit hinten auftaucht, das dürfte der Regisseur von Frühstücksfilmen wie Coffee and Cigarettes sein, der allerdings auch mit Titeln wie Dead Man oder Stranger Than Paradise, Only Lovers Left Alive, Patterson oder zuletzt auch The Dead Don't Die, der erste und einzige Film bislang von Jim Jarmusch, den ich sogar dank Wunschquickie von André L. hier auf meinem Kanal ausführlich vorgestellt habe. Aber Jim Jarmusch hat tatsächlich einen Film aus dem quasi Samurai-Universum gedreht, nämlich bereits im Jahr 1999 als deutsch-französisch-amerikanisch-japanische Koproduktion und mit keinem geringeren als Forrest Whitaker in der Hauptrolle. Ghost Dog, The Way of the Samurai, ist dabei über die Jahrzehnte doch ein kleines bisschen zu einer Art Kultfilm avanciert, was wahrscheinlich dazu geführt hat, dass Rechteinhaber Arthouse dem Film mittlerweile auch ein limitiertes 4K UHD-Steel
E-Book spendiert hat. Das steckt wie von dem Label gewohnt in einem Quarterslip und bietet auf dem Frontcover eben auf jenem den Hinweis auf die 4K und Blu-ray, den verkleinerten Titelschriftzug, so dass man dann auch das große FSK-Logo anbringen kann, und enthält auf dem Backcover dann die Informationen zu diesem Film. Ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann mal zumindest schon Fetzen von Ghost Dog im Vorbeigehen im Fernsehen gesehen habe und dass ich das eigentlich ziemlich faszinierend fand und dass ich mich wundere, dass ich in den letzten Jahren nicht schon längst irgendeine Version von diesem Film in meine Sammlung aufgenommen habe. Aber jetzt ist es endlich soweit und der Film steht natürlich dann auch noch in der höchstmöglichen, also aktuell höchstmöglichen Auflösung in meiner Sammlung. Dabei finde ich eben interessant, dass das Cover-Artwork von diesem Steelbook auf den ersten Blick, sagen wir mal, etwas seltsam aussieht, und das mir dann, danke an der Stelle übrigens noch einmal dafür, der liebe André L. auch einige Informationen zu diesem Design und Artwork geschickt hat, die ich jetzt natürlich dann auch gerne in diesem Video an euch weiterleiten möchte. So basiert dieses Motiv auf dem Buch Hagakure. Das sind grob gesagt die Aufzeichnungen von Tsunetomo Yamamoto, der ein Samurai war und der nach dem Tod seines Lehnsherrn eben Seppuku den rituellen Selbstmord begehen wollte, was ihm aber testamentarisch verboten war. Also ging er ins Kloster zu den Buddhisten, die er aber nicht leiden konnte, und in der großen Friedensepoche Japans hat er dann jüngere Samurai ausgebildet im Ehrenkodex des Bushido und hat seine eigenen Lebenserfahrungen und Lebensweisheiten vermittelt. Dabei haben einige Schüler seine Lektionen heimlich aufgeschrieben und diese Aufzeichnungen eben später gefunden. Das Portfolio von diesen Aufzeichnungen reicht dabei übrigens von wie schneide ich einen Bonsai richtig bis hin zu wie trenne ich am effizientesten Köpfe vom Körper ab. Hat also mehr oder weniger alles irgendwie mit dem Thema Schneiden zu tun. Außerdem ist viel tiefgründige Philosophie und Lektionen für mentale Stärke mit dabei, und dafür, dass er die Mönche ursprünglich nicht leiden konnte, hat er scheinbar im Laufe seines restlichen Lebens recht viel von deren Lehren übernommen, ohne die grundsätzlichen Differenzen je komplett beiseite zu legen, aber wegen eben der langen Friedensphase hatte er auch sehr viel Zeit, sich mit der, mit der Philosophie hinzugeben. Das ist quasi ein Gedächtnisprotokoll von etwas, wo André dazu gesagt hat, er hat es 2003 gelesen, und das ist mehr oder weniger natürlich in dem Fall nicht hundertprozentige Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit, aber möchte ich an der Stelle noch einmal vielen, vielen, vielen Dank dafür sagen, dass du diese Gedanken mit mir geteilt hast. Vor allem, weil das finde ich wirklich spannend und interessant war und außerdem mir dabei geholfen hat, diese, ja, wie soll man sagen, die drei ineinander verwurstelten Origami-Schwäne doch ein bisschen besser einordnen lässt. Dabei muss man aber auch trotzdem sagen, dass das Steelbook-Design grundsätzlich etwas einfach daherkommt. Wir haben hier natürlich den weißen Titelschriftzug im Vordergrund und dann dieses restliche rötliche ein bisschen im Metallic-Optik, wobei man hier teilweise auch ein bisschen so einen Eindruck einer Leinwand-Ästhetik durchschimmern sieht, aber ich finde, dass das wieder eben eines der Steelbooks ist, wo sich diese Farbwirkung bei Bewegung ein kleines bisschen eben verändert, und dass das Rot, finde ich, wirklich in der Version am schönsten aussieht und so ein kleines bisschen seltsam leuchtet. Wir finden dann übrigens auch offensichtlich das Remake von John Woo auf der Rückseite. Da haben wir nämlich eben noch einmal die Origami-Schwäne mit ein paar freigelassenen Friedenstauben, was vielleicht eben auch ein bisschen zu der Friedensphase dazu passt. Das ist auf jeden Fall aber zumindest ein schön einheitliches Design. Vor allem mag ich eben diese klassisch-asiatischen Schnörkel, die hier quasi auf den Ecken und Kanten von dem Steelbook Artwork sind. Das macht durchaus einen guten Eindruck. Dann wechseln wir an der Stelle natürlich gleich einmal ins Innere. Da wartet auf der einen Seite warten die Vögel vom Backcover-Motiv auf der Standard Blu-ray, beziehungsweise gibt es dann eben hier das Frontcover-Motiv auf der 4K UHD, in dem Fall eine dreischichtige Triple Layer UHD 100, und wir bekommen im Inneren von diesem Steelbook dann hier ein Artwork in Schwarz-Weiß mit Forrest Whitaker auf der linken Seite. Das allerdings finde ich auch recht schön. Die beiden
zur Verfügung stehenden Flächen im Inneren von diesem Steelbook ausnützt. Gut, wäre vielleicht in Farbe auch ganz nett gewesen. Aber durchaus finde ich auch ästhetisch passt, weil ja Jim Jarmusch auch sehr, sehr viel mit Schwarz-Weiß-Optik gearbeitet hat. Alles in dem Fall weiß grundiert, ohne irgendeinen metallischen Steelbook-Effekt, der allerdings finde ich bei diesem Motiv auch nicht unbedingt zwangsläufig passend gewesen wäre. Von daher finde ich das, was wir eben hier von Arthouse auf dem deutschen und in dem deutschen 4K-Steelbook von Ghost Dog The Way of the Samurai sehen, eigentlich ziemlich ansprechend, vor allem wenn man natürlich ein bisschen mehr Bescheid darüber weiß, was es mit dem Cover-Artwork da jetzt tatsächlich auf sich hat. Und ich bin definitiv schon sehr, sehr gespannt, diesen Film dann auch einmal zu sehen. Wir alle kennen Luc Besson natürlich als den französischen Filmemacher hinter Meisterwerken wie Leon der Profi, Nikita oder Das fünfte Element, verdrängen dabei ein bisschen, dass er auch Dinge wie Arthur and the Minimoys, The Lady, Ein geteiltes Herz, Malavita the Family und Holy freaking Hell, Lucy erzeugt hat. Im Jahr 2023 kehrte er 4 Jahre nach seiner letzten Regiearbeit bei dem Film Anna allerdings wieder zurück und inszenierte Dogman, einem Film, in dem Caleb Landry Jones mit zahlreichen verschiedenen Hunden agieren musste, bei denen er auch tatsächlich jeweils immer einige Tage vorher mit den Hunden und ihren Trainern verbracht hat, um sich daran zu gewöhnen, beziehungsweise waren insgesamt 15 Hundetrainer notwendig, um diesen Film zu realisieren. Dabei kam Luc Besson die Idee für den Film übrigens, nachdem er tatsächlich einen Zeitungsartikel gelesen hat über einen 5-jährigen Jungen, der von seiner Familie in einem Käfig eingesperrt wurde. Etwas, das, so unfasslich das auch klingen mag, kein Einzelfall ist und gerade erst im Jahr 2024 auch durch die österreichischen Schlagzeilen gegangen ist. Dabei ist Dogman ein Film, der hierzulande über Cape Light Pictures vertrieben wurde, die mit eben jenem gleichen bekannten Poster-Artwork von dem Film eine limitierte 4K UHD-Auflage sowohl im Steelbook als auch im Mediabook angeboten haben. Ich habe mich in dem Fall dann natürlich wieder für das Mediabook entschieden, damit auch die Mediabook-Sammlung von Cape Light vollständig bleibt und weil ich persönlich dann doch auch das Mediabook irgendwie für eine hochwertigere Verpackungsform halte und einfach einem Steelbook grundsätzlich vorziehe. Wir können dann einmal einen kurzen Blick auf das Backcover werfen, wo wir, finde ich, schon einmal einen ganz guten Eindruck von der absolut, wie auch eben hier genannten, wilden und unberechenbaren Natur von dem Film bekommen können. Wir bekommen ein paar Filmbilder zu sehen, wir bekommen hier die technischen Details, Cast und Crew-Angaben und sonstigen Informationen, beziehungsweise können wir uns dann jetzt eben einmal auf das tatsächliche Steelbook-Cover-Artwork fokussieren. Und das ist in meinen Augen eben sehr gelungen ausgefallen. Es ist einfach das international auch eingesetzte Plakatmotiv, wobei ich in dem Fall wirklich schön finde. Gut, das wäre natürlich mit dem einfärbigen, güldenen Hintergrund, kann ich mir das auch sehr gut auf einem Steelbook mit der Wirkung von diesem metallischen Untergrund vorstellen. Aber ich finde auch, dass der hochwertige Druck, den Cape Light hier eben bei diesem Steelbook, bei diesem Mediabook zum Einsatz gebracht hat, absolut perfekt passt, dass eben das Gesicht von Caleb Landry Jones absolut großartig aussieht, dass eben auch die Gesichter der Hunde sehr schön durchzeichnet sind, was eben gemessen an der Tatsache, dass es sich um ein eigentlich mit Ausnahme von dem güldenen Hintergrund eigentlich Schwarz-Weiß-Artwork nur mit wenigen Grauabstufungen handelt, auch wirklich sehr, sehr fein und filigran ist, dass dieses Motiv eben immer noch dermaßen schön durchzeichnet ist und man die Grenzen und Abgrenzungen zwischen den einzelnen Design- und Bildelementen immer noch so schön erkennen kann. Dazu kommen wir dann einmal eben auf das Backcover. Da hat man es eben auch einfach nur mit einem Szenen- und Charakterbild zu sehen, das hier auch formatfüllend auf dieses Mediabook-Backcover gedruckt wurde, das allerdings, wie ich finde, auch hier sehr schön hochwertig aussieht und eben mit einer nicht nur schönen Schärfe, sondern eigentlich einer wirklichen Plastizität und schönen Dynamik daherkommt. Jetzt werfen wir dann eben einmal einen Blick ins Innere, da
sehen wir dann eben unseren Hauptdarsteller umgeben von den zahlreichen Hunden hier im Inneren auf der linken Seite des Innenspiegels beziehungsweise eben als Frontcover von dem Booklet. Dabei muss ich echt sagen, dass dieses Motiv, das hier gleich einmal auf der linken Seite verwendet wurde, finde ich absolut großartig aussieht, nämlich eben in dieser Panorama-Optik auch wirklich herrlich in dieses Mediabook passt, zumal eben Cape Light dann hier eben auch bei der links einzuordneten Triple Layer UHD 100, wie von einigen anderen Titeln des Labels gewohnt hier, das Design vom Inneren dieses Mediabooks hier fortgesetzt hat und dabei diese Disc wirklich absolut perfekt und makellos ins Innere von diesem Mediabook passt. Dann werfen wir einen Blick auf die rechte Seite. Da bekommen wir ein Bild, das wir eben spiegelverkehrt bereits außen auf dem Backcoverblatt hatten, auf der linken Seite quasi eben auf dem Backcover vom Booklet. Auch dann hier ganz klein und angenehm dezent die Cast & Crew Angaben und bei diesem Motiv dann wirklich nur scheinbar einen ganz leichten farblichen Ausläufer mit ein bisschen Lens-Flare-Effekt auf der rechten Seite, was dann eben auch das einzige Design-Element ist, das wir eben auf der rechts anzubringenden Blu-ray vorfinden. Wir können dann einmal einen Blick durch das Booklet werfen. Da spricht Luc Besson persönlich über seinen Film offensichtlich. Es gibt weitere Texte, die eben auch damit zu tun haben, mit den Hunden am Set zu arbeiten. Das Ganze finde ich recht schön ein- und zusammengearbeitet mit den Szenenbildern aus dem Film, auch wenn eben das grundsätzliche Konzept des Booklets recht einfach ist von der Art, wie eben der Text im Blocksatz und die Bilder hier arrangiert wurden, aber es macht auf jeden Fall schon einmal Spaß, das Ganze durchzublättern. Ein Interview mit dem Hauptdarsteller ist ebenfalls noch mit dabei, wobei es sich dabei nur um einen Auszug aus dem deutschen Presseheft handelt, beziehungsweise, ach, ist kein Casting Crew Block, sondern quasi eine rechtliche Exklusion von den Informationen. Wer allerdings den restlichen Text im Booklet hier tatsächlich geschrieben hat, das geht hier, glaube ich, aus dem Booklet und aus dem Text nicht hervor, was ich persönlich etwas schade finde, dass der Autor hier in dem Fall nicht genannt wird. Aber trotzdem muss man sagen, ein, wie ich finde, schön hochwertig gestaltetes, aufbereitetes Mediabook zu einem Film, auf den ich insbesondere natürlich eben aufgrund von den tragischen wahren Begebenheiten und die da im Hintergrund stecken, definitiv sehr, sehr gespannt bin. Und damit können wir quasi alle gespannt sein, was wir mit diesem angebrochenen Abend noch so alles Schönes machen können. Denn das war's fürs erste einmal hier mit dem Sammlungsupdate auf Playzocker Reviews. Ich finde ja, dass ich in der vergangenen Woche auch wieder den ein oder anderen interessanten Titel neu in meine Sammlung aufgenommen habe. Insbesondere eben beim karitativen Shopping, wo ich natürlich weiß, dass nicht jeder Titel wirklich zwangsläufig notwendig ist für meine eigenen Regale. Ich das ein oder andere vielleicht tatsächlich auch schon in anderen Versionen hatte, aber einfach eben als großer Digipack-Fan und eben Freund von exklusiven Verpackungen das irgendwie nicht lassen kann, wenn ich so etwas vor allem gerade an einem, sagen wir mal, unwirtlichen Ort sonst verrotten sehe, muss ich das einfach adoptieren. Aber das hat mich auf jeden Fall sehr interessiert. Ich habe auch sehr schön, wie ich finde, eingekauft bei den Osterangeboten bei Amazon.de und Amazon Italien, auch wenn ich mich rückwirkend natürlich dann wirklich ärgern muss, dass das Ganze dermaßen lieblos verpackt und verschickt wird, beziehungsweise dass das Ganze dann also wirklich dermaßen unpackbar in dieses Briefkastel gequetscht wurde, dass ich mich am Ende des Tages jetzt dann aber wirklich gar nicht mehr wundern muss, dass von diesen Sachen hier nicht alles heil bei mir angekommen ist. Das haben wir uns ja im Mystery Unboxing bereits angeschaut, dass das alles irgendwie relativ org ist. Da sieht man dann auch quasi noch ein bisschen was, naja, nicht so wahnsinnig viel, wenn ich die Adresse verdecken kann. Wie das Ganze eben hier zusammengequetscht war, einfach nur eine bodenlose Frechheit, das so zu machen, aber wie gesagt, bei der Verpackung jetzt dann auch nicht sonderlich überraschend, dass das nicht gut ankommt. Da werde ich mich auf jeden Fall noch mit Amazon Italien auseinandersetzen müssen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich in der nächsten Woche auch einige Dinge machen werde dürfen, auf die ich mich im Gegensatz zu dem tatsächlich freuen kann. Ich habe noch die Blu-ray
Checks vor mir für Barbed Wire, für die beiden Titel von Bush, beziehungsweise die beiden Titel von Leonine. Das wird es auf jeden Fall alles nächste Woche geben. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da dann auch auf meinem Kanal wieder vorbeischaut. Außerdem am Donnerstag um 16.30 Uhr eine brandneue Folge von Depp und Deppert. Und selbst für den schlimmsten Fall, dass euch das alles nicht interessiert oder das definitiv auch irgendwann im Laufe der nächsten Woche stattfindende Live-Unboxing der neuen Pakete, würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann spätestens am Sonntag um 17 Uhr wiedersehen zum nächsten Sammlungsupdate. Oder falls ihr euch denkt, naja, jedes Mal bis Sonntag 17 Uhr warten, das wäre schon geil, wenn ich das vielleicht ein bisschen früher sehen könnte, dann kurz einen Blick in die die Videobeschreibung schauen. Da gibt es nämlich alle Informationen zu einer Kanalmitgliedschaft, mit dem ihr dieses und so gut wie fast alle anderen Videos auf diesem Kanal auch deutlich vor allen anderen sehen könnt. Das war's auf jeden Fall mit dem Sammlungsupdate an diesem ganz normalen Sonntag. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Einschalten, wünsche euch eine schöne, erfolgreiche nächste Woche. Bleibt's gesund und egal wann, egal wo, freue ich mich schon drauf, wenn ihr wieder mal hier auf meinem Kanal vorbeischaut. Das war's, bis zum nächsten Mal. Ciao.